läuft das? Hi, Was? Was? Pack das Bier weg. Oh Gott! Aber das war so lecker. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zum 62. Plankenschnack. Was? 64. Ah, April, April. April, April. Jetzt gehen wir auch wieder online. Aber ihr dürft euch gerne schon auf der... Ich habe meine Aprilkappe noch nicht aufgesetzt. Wow. Karlsen auf dem Dach, ey. Komm, heb ab für uns. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Es freut mich und wir haben heute folgende Gäste. Müssen wir das eigentlich noch machen? Wir haben keine Gäste. Schon wieder? Oh, ach, welche Markus, Gäste? Markus, ach komm, hör auf. Ja, oh, Markus ist da. So. Ja, fertig. Guten Tag, schön. Hi. Hallöchen. Na, alles gut? Na, wie war's? Was? Alles gut. Was speziell? Na, die letzten Ostern. 4 Wochen. Ach so. Ja, so direkt in die Zeit eingemacht. Ja, erstmal Grüße gehen raus. Hallo erstmal an alle. Viel Indies gespielt und auf Spiele gewartet. Also irgendwie, ich hatte noch eine Menge Souls-like so im Back-Catalog aus der Indie-Schiene und hab da was abgearbeitet. Fall of Light habe ich gespielt. Mulaka. Was habe ich noch gespielt? Battle Chasers, was du empfohlen hast, was mir nicht gefallen hat, weil ich abgebrochen habe. Das hat irgendwie nicht gezündet. Ja, Usurpa habe ich gespielt, ist von den Shrouded Insanity Machern, fand ich ziemlich nice. Dann kamen die neuen Spiele, Ni No Kuni angefangen, Far Cry angefangen, aber da werden wir, glaube ich, gleich sowieso nochmal drüber sprechen, weil wegen neues, so, ne, rückblickendes Konzept quasi. Das habe ich so die letzten Tage halt gemacht und ja, jetzt geht's dann weiter mit eben Ni No Kuni und Far Cry 5 und gucken, wie es da halt eben weitergeht, ein bisschen rumdörpen, ja. Sieht ganz interessant aus. Und du? Und du? Jetzt ich per se oder erst die anderen? Ich spiele quasi den virtuellen Ball, den man nicht sieht, weil er ausgekickt wird. Schmeiß ich mal zu dir rüber. Du mir? Ja. So früh? Ja, nicht? Das bin ich immer letzter. Ja. Geil. Ja, war solide die letzten 2 Wochen. War stark. Stark? Stark, ja. Was gab's denn? Mein Rechner ist kaputt gegangen. Oh, das ist ein starkes Stück. Ja. Aber lass uns nicht drüber reden. Man fühlt sich wie früher, als man angefangen hat zu streamen. Nee, aber grundsätzlich war Woche war sehr cool. Ich glaube, ich habe super viele Spiele gespielt. Nichts davon ist mir im Kopf geblieben. Achso, ich habe Wolfenstein hab ich mal wieder durchgespielt. Ja, ich auch. So also den zweiten. Also und? Hier, wie heißt der zweite? Old Blood. Fand ich deutlich besser als den New Order, muss ich sagen. Also Old Blood fand ich cool. Das war, ich sag nur mit den WTF-Momenten plötzlich und ja, war lustig. Also das hat mir gefallen. Dizzy ist belastet. Und jetzt ich kurz mal dein Panel entfernen beim Plankenschlag unten. Ja, und jetzt spiele ich gerade Wolfenstein 2 sogar noch, freitags. Das fand ich auch ganz cool. Wobei Gameplay ist jetzt halt eben Schudi, aber so die Story, wie sie aufgemacht hat, ist richtig cool. Aber das muss man halt sagen, das hat schon so Tarantino-Niveau. Irgendwie ist es schon sehr WTF. Können wir nochmal kurz zu dem Part zurückkommen, dass du gesagt hast, Old Blood ist besser als New Order? Ja, fand ich persönlich. Triggered! Könnt ihr mir kurz als unbefleckten Timeline geben, was ist das erste, zweite, dritte DLC, irgendwas? Also das erste ist New Order quasi als Reboot und Old Blood ist mehr oder minder ein Standalone-DLC, was mehr oder minder ein Prequel sein soll, was noch die Vorgeschichte von New Order erzählt. Ah, kam aber das fandst du raus. Besser als das fand ersten. Ich besser, ja. Okay. Weil tatsächlich einige Gameplay-Mechaniken nicht mehr drin waren, die mich im ersten Teil genervt haben. Gerade die von den aufladbaren Kniften. Du hast halt sehr viel, ich nenne es mal Energiewaffen, die du nicht nachladen kannst mit Munition, die du findest, sondern du musst immer an so komischen Automaten gehen, das Ding reinstecken, Strom, weißt du, ist von Tesla, hält nicht lange, fährt nicht weit, kann nichts. Das war super nervig. Und die Mechanik ist halt im zweiten Teil, also im anderthalbsten Teil halt eben nicht drin. Da lootest du halt einfach Munition und kannst mit rumballern. Das ist für mich deutlich angenehmer. Plus so das ganze Setting hatte, finde ich, ein bisschen mehr Charme, weil es halt eben sich nicht noch weniger ernst genommen hat als der erste Teil und im Großen und Ganzen fand ich den deswegen besser. Haben wir zufällig hier Streamer da, die noch einen Platz suchen? Ich glaube, wir schreiben gerade eine Stelle aus. Ja, soll ich gut, jetzt meine Meinung zu
Wolfenstein abgeben? Weil dann also wer noch irgendwie an Leute, so, mich, so, wo ich vielleicht mal ab und zu talken kann, Bewerbung bitte einfach an mich. Ich Schmecker sind Zeit nach. Verschieden, das dulde ich. Ich bin absolut tolerant. Außer bei Wolfenstein. Nee, doch, läuft schon, ist okay. Ansonsten, ich habe heute und gestern habe ich Der Billions wieder gespielt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den PC-Building Simulator gespielt. Ich habe Far Cry gespielt. Ich habe Sea of Thieves gespielt. Wow, ich habe so viel gespielt und ich habe alles nach einem Stream abgebrochen. Geil, war gut. Kann man sagen, war solide der Monat. Die Woche. Aber wir werden ja sicherlich nochmal drüber reden. Denn wir haben uns nämlich überlegt, kurz um das mal für euch zu spoilern, dass wir nochmal kurze Auswertung machen, wie wir denn so einige Spiele gesehen haben, nachdem wir ja schon die Woche davor quasi oder die 4 Wochen davor drüber gesprochen haben und wie sich unsere Meinungen jetzt entwickelt haben. Das wird sehr witzig. Ja, gerade tatsächlich. Diese Woche. Und Slappy, bei dir so? Auch bei mir ist relativ übersichtlich tatsächlich. Ich habe Surviving Mars kurz angespielt, obwohl da muss ich überlegen, war das, haben wir da nicht schon beim letzten Mal drüber geredet? Ich glaube, da haben wir beim letzten Stream schon drüber geredet, ne? Und, obwohl, nee, würde eigentlich gar keinen Sinn machen, weil ich es erst im 19. gespielt habe. Also eigentlich nach dem Plankenschlag. Ja, Surviving Mars, My Summer Car und Gone Home, wollte ich sagen. Naja, wie ist das andere? A Way Out habe ich gespielt. Das war's schon. Viel mehr kam da tatsächlich nicht von mir. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe auch A Way Out gespielt. Ich auch. Ich auch. Einmal schon. Ich habe es mit der Sally zusammen gespielt. Oh. Das war toll. Aber wir werden nicht spoilern. Also das Spiel zumindest. War nicht süß. Es war knallhart. Ich habe alles. Es war knallhart. Wir haben halt über 7, also es ging über 7 Minuten. 10 Minuten. Es waren definitiv 10 Minuten. Gemacht. Ich habe den ganzen Reststream habe ich Schmerzen im Oberarm gehabt, weil wir Armdrücken gegeneinander gemacht haben. Es war knallhart. Und wer hat's gewonnen? Ich hab's gewonnen. Ich sag nicht, dass ich gegen Mädchen verloren habe. Du hast gegen ein Mädchen verloren? Ja. Ist nicht so schlimm. Ich habe schnellere Finger. Das war belastend. Ich habe eigentlich alles gegen das Mädchen verloren. Grüße gehen raus an Envy. Alter Schwede, ey. Richtig gut gemacht, Envy. Das war die Wolfenstein-Rache. Karma! Oh Mann. Bin zu dumm zum Knöpfe drücken. Viel zu Batman. Muss mal Metal Gear Solid spielen. Da lernst es. Was? Wo musst du denn in Metal Gear Knöpfe drücken? An vielen Stellen, meine ich mich zu erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in Metal Gear irgendwelche Betten gesmashed habe. Button gesmashed habe. Oder I want to be the Boshi. Naja, wieder prinzipiell bin ich halt nicht so ein QTE oder Button Smasher-Fan, eben genau, weil mir irgendwann die Flossen wehtun. Ich habe irgendwann mal auf der Vita, falls jemand die Vita kennt, das ist so ein kleiner Handheld von Sony, gerüchteweise. Ich besitze den, vielleicht den einzigen, der jemals gebaut wurde, ich weiß es nicht. Da gibt es eben auch so Button-Smasher, Blaze Blue, Continuum Shift oder wie die ganzen komischen Klopper heißen. Ich kann ihn nicht spielen, mir brechen die Flossen einfach irgendwann ab, wenn er da irgendwann anfängt rumzukloppen. Oh, es geht nicht. Die Folterszene. Richtig. Was? Metal Gear Solid, ich glaube 1 oder 2, ich bin mir gerade nicht sicher. Oder es kommt in beiden vor. Und im ersten, glaube ich, muss man damit das gute Ende dann freischalten. Das habe ich ja wahrscheinlich nie gesehen. Und das jedes Mal, wenn du nicht weißt, was du machen musst. Oder eben I want to be the Boshi, wenn du gegen Ryu kämpfst. Da habe ich es nämlich tatsächlich gelernt. Und da habe ich nämlich gelernt, und jetzt kann ich dir den Trick verraten, Sally. Nimm den Zeigefinger, nicht den Daumen. Ich habe die Finger sogar abgewechselt. Nee, das bringt nicht. Ich habe zwischendrin den Zeigefinger genommen. So, oder was? Ja, wie geht das? Ja, Entschuldigung. Ja, und ich jetzt muss ich das jetzt einer Frau erklären, oder was? Und ich habe jetzt als Tipp bekommen, dass du es eben nicht mit den Fingern machst, sondern dass du mehr oder minder den Controller wubbelst. Also im Endeffekt so machst. Ja, ich habe gewonnen. Deshalb gegen hast ein du Mädchen. Verloren. Siehst du, ja. Deshalb hast du verloren. Dann sie hat mit dem Tipp gewonnen.
Wow. Ja, du nimmst den Zeigefinger. Damit geht's nämlich schneller. Ja, ich habe alle Finger genommen. Aber alles danach RIP. Können wir das bitte aus dem Kontext ja, rausziehen okay. und das auf Twitter klingt, hochladen? Danke. Lassen wir das. Die ja. maximale Fingerbelastung. Upsi. Und du, Sari? Und ich, genau, ich wollte gerade dazu kommen. Und ich habe A Way Out gespielt. Mit dem da. Und Ni No Kuni. War sehr überschaubar. Bin gerade sehr bei Ni No Kuni. Und davor habe ich Rhyme platiniert. Ja. Und das fandest du Rhyme? Oh. Wohin ich nicht gedacht hätte. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Fand's auch gut. Mhm. Absolute Empfehlung. Also ein echt schönes Spiel. Freu mich. Das war schon. Können loslegen. Gut. Ja, dann. Wollen wir gleich mit Sea of Thieves anfangen? Ja. Das war ja prinzipiell, also kurzer Rückblick von dem, was wir halt über letzten Monat mehr oder minder angesprochen, empfohlen haben, worüber wir uns am meisten gefreut haben. Und wahrscheinlich das Hype-Spiel schlechthin war für viele Sea of Thieves. Ich habe es tatsächlich auch gespielt, weil ich halt einen Key bekommen habe von Microsoft und habe eben auch mal reingeguckt. Und meine Befürchtung, die ich geäußert habe, ist letztendlich ja wahrscheinlich, was auch die anderen bestätigen werden, so halt eben eingetreten, weil von den 25% Content, die sie in der Beta versprochen haben, wo waren die letzten 75% im Final Release? Geht's. Das ist dann mehr oder weniger die Frage. Ja, es sieht schön aus, es ist ein schönes Chill-Out-Spiel, wer halt eben einfach ein bisschen rumschippern will, mal ein paar Schätze ausheben will, mit Kumpels das Ganze spielen will, mit denen halt quatschen will nebenbei, da funktioniert's. Nur für Core-Gamer gebe ich direkt mal an Dizzy ab. Warum hast du es auch nur einen Stream gespielt? Ich habe ja so bei mir gedacht, Mensch, so PvP reicht ja eigentlich völlig aus, ne? Wenn es denn welches gegeben hätte. Ich habe ja nicht mal PvP, es war ja wirklich nur dämlich rumfahren und irgendwelche Scheiße einsammeln. Und die also Erleichterung, dass man nur Skins kaufen kann und dir viel Spielen eigentlich nichts bringt. Ja, schade, Dizzy, hast du dich aufs falsche Pony gesetzt und jetzt halte ich meine Schnauze. Ich werde nicht mehr irgendwie sagen, oh, das wird bestimmt gut. Das wird bestimmt super toll, weil Microsoft hat das gemacht. Nein, Microsoft, es tut mir leid, aber du hast mein Vertrauen etwas kaputt gemacht. Falsch gelegen, Entschuldigung. Ich möchte nochmal den letzten Spoiler-Alert revidieren. Es tut mir leid. Ich habe mich verschätzt. Scheiße. Aber ich möchte auch gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube, das war 3 Tage Thema in meinem Stream. Es war brisant. Dezent. Aber es war wirklich ernüchternd. Sehr ernüchternd. Leider. Ja, ich würde es schade nennen, weil der Kern vom Spiel sieht gut aus, fühlt sich gut an. Hätten sie irgendwie ein Matchmaking-System für PvP drin oder so, dass halt nicht eben zufällig nur die ganze Karte abfahren muss, um mal irgendwann einen zu finden. Irgendwie ein Progressionssystem, dass du dich halt eben verbessern kannst, eben das Vielspielen irgendwie tatsächlich ja, sinnvoll ist. Aber das haben sie halt alles weggelassen. Ob sie halt jetzt wirklich noch alles irgendwann nachpatchen, wie zum Beispiel in No Man's Sky, was ja tatsächlich noch wirklich gute Patches bekommen hat und Inhalt bekommen hat. Wobei No Man's Sky kommt jetzt auch irgendwie auf die Xbox, habe ich gehört. Das haben sie auch angekündigt. Also bald kann man No Man's Sky und tatsächlich No Man's Thieves, Sea of Thieves, dann auf der Xbox halt spielen. Wahrscheinlich, wenn man dann in einem Spiel zum Mittelpunkt des Universums fliegt, landet man im Ozean auf dem Schiff oder so. Die Memes gehen ja schon rum. Naja, keine Ahnung, was eben die weitere Entwicklung von Sea of Thieves halt eben da noch mit sich bringt. Also wert, ich würde sagen, 70€ ist es nicht wert. Wer es über den Game Pass holt und das für einen 10er halt spielt, ist okay. Hätten ist es denn mittlerweile wieder können. Über den Game Pass spielbar? Ja, das war nur ein Tag. Das Ach war so. Irgendwie buggy, okay. ja. Ja, das war nur buggy. Und ich habe das, wer hat mir das erzählt? Du, glaube ich, Slash, ne? Oder du, Slabby. Ich hab's vom Chat gehört. Und ich habe am nächsten Tag im Stream habe ich gefragt und alle, was erzählst du da für eine Scheiße? Das ist doch schon längst wieder drin. Und ich so, nein, Mann. Dann musste ich mir das doch nochmal schnell durchlesen, weil ich habe auch gedacht, dass sie es rausgenommen haben. Das wäre echt der Kracher gewesen. Ja, da habe ich auch gesagt, das wäre dann richtig hart dreis gewesen. Aber die Entwickler geben sich ja doch schon etwas Mühe. Macht ja auch diese Videos bei YouTube, wo sie das versuchen, so transparent wie möglich zu handhaben. Mhm.
Aber da ging es letztendlich, glaube ich, auch nur um Bugfixing, nicht mit was kommt als nächstes an Content. Genau. Und das ist so... Naja, die Sache ist, wie Fogwarrior auch im Chat schreibt, so, was haben die Entwickler überhaupt gemacht? Weil wenn du dir den ersten Trailer anguckst von 2015, das ist 3 Jahre her, von der E3, die haben bereits das Spiel gezeigt, wie es jetzt halt erschienen ist. Nur natürlich halt wahrscheinlich als CGI, weiß ich nicht, Vorlage oder so, aber alles, was halt jetzt im Spiel drin ist, war schon in diesem Trailer drin. Und das Wasser sah schon genauso aus, die Gegner, von denen es, glaube ich, einen Typ gibt, die Skelette, sahen schon genauso aus. Obwohl, ja, stimmt, Haie gibt's noch und hier diese, nicht Hydra, sondern wie heißt es, Kraken. Kraken. Ja, genau. Ja, ne, die gab's da schon und dann so keine KI-Schiffe, keine Möglichkeit, irgendwie dein Schiff zu verbessern, vergrößern. Ich finde, das Spielprinzip sah schon in der Beta unfassbar langweilig aus, weil du eigentlich die ganze Zeit nur hin und her fährst. Leute versuchst abzuschießen, wenn du sie tötest, dann spawnen sie auf ihrem Schiff. Wenn du das Schiff niedermetzelst, also es sinkt, dann kommen sie halt mit neuem, frischer Munition wieder zurück von der nächsten Insel und hauen dich und so. Ich habe einen Stream geguckt von Burke Black, glaube ich, heißt der, wo sie einen Raid gemacht haben. Über 4 Stunden. Und der hat nur deswegen so lange gedauert, weil sie die ganze Zeit von einem anderen Schiff gegankt wurden, die sie immer und immer wieder halt gesunken. Also das andere Schiff ist immer gesunken und kam von der nächsten Insel wieder an und haben sie wieder malträtiert. Naja, das war ja das, was ich halt eben gesagt habe. Das ist eben auch meiner Meinung nach, was Lisi ja gesagt hat, es könnte ein dediziertes PvP-Spiel sein, wo ich halt gesagt habe, das sehe ich halt nicht, weil die Gefahr halt zu ganken, Leuten auf den Sack zu gehen und überhaupt keine Kontrolle drin ist, viel zu groß ist. Wenn das halt eben beiden Seiten Spaß macht, okay, go get it. Aber wenn du halt eben casual bist, der einfach nur friedlich rumfahren will und du wirst permanent von irgendwelchen Idioten gegankt, gibt's halt eben keinen Schutz dafür. Und das kann dann irgendwann auch maximal belastend werden. Gut, das ist aber so ein PvP-Ding. So, wenn das Schiff darauf ausgelegt ist, dann ist das Spiel darauf ausgelegt. Habe ich Schiff gesagt? Spiel darauf ausgelegt. Naja gut, aber du hast dann eben vielleicht den Typ, der mit einem kleinen Schiff alleine fährt, einen, der mit 2 fährt auf einem kleinen Schiff, dann hast du ein großes Schiff mit 4 und ich behaupte mal, wenn ein 4er-Team eingespielt ist, können die anderen theoretisch dagegen nicht gewinnen. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch nicht. Doch. Echt? Ja. Also, kann ich mir nicht vorstellen, weil du einfach die Firepower hast. Du kannst die ausmanövrieren. Naja gut, aber dann muss das 2er-Team auch wirklich schon gut spielen können. Wobei tatsächlich, da gab es ja dann auch Diskussionen, ist es sinnvoll wirklich PC, Maus, Keyboard versus Xbox mit Pad, weil die Leute, die halt eben tatsächlich halt mit Maus, Keyboard dann spielen, aimen, springen, sich drehen, deutlich schneller sind als die, die es halt eben mit Pad einmal rumkurbeln. Und auf der Xbox hast du halt nicht die Möglichkeit, mit anderen Eingabegeräten, glaube ich, halt zu spielen. Das ist halt eben auch eine Frage im PvP-Game. Schwierig. Die Sache ist, ich habe vorher gesagt, ich traue Rare nicht und sie haben es jetzt auch nicht geändert mit dem Release. Rare ist halt tot. So, das Rare, was früher eben für die guten Plattformer zuständig war auf dem N64, das gibt's heute einfach nicht mehr. Da steht nur noch der Name drauf. Da wurde von Microsoft wurden einfach Entwickler reingesetzt, die eben zwar gut in der Technik sind offensichtlich, schönes Wasser machen können, aber sonst halt keine kreativen Ideen haben, weil das Gameplay ist einfach flach. Und ja. Ja, Sea of Thieves. Tatsächlich bei vielen anscheinend kurz angespielt und dann schon wieder, wie bei mir auch, wie bei DC auch wahrscheinlich an, nicht mehr so oft gespielt. Teil für die Leute, die 70 Euro dafür bezahlt haben. Ja, das stimmt. Das ist bitter. Hab ich gemacht. Hast du einen Refund versucht? Nö, meine. Okay. Das ist nicht so mein Ding. Die Grafikdemo bezahle ich. Sali hat nicht reingeguckt. Musste mich entscheiden und dann habe ich gesagt, so, ja, Multiplayer, wenn ich Multiplayer spielen möchte, spiele ich momentan Monster Hunter und habe mich für Monster Hunter entschieden. Definitiv mehr Inhalt. Beim nächsten Spiel, was wir angesprochen haben, wo ich eigentlich sehr gespannt war, aber ich bin nicht dazu gekommen, aber ich weiß, glaube ich, dass es Dizzy und Slabby angespielt haben, Surviving Mars. Ist es ein cooles Aufbauspiel oder eher doch nicht so ganz überzeugend? Weil interessant finde ich's,
Ich hab's nur halt eben nicht geschafft, mal reinzugucken. Bock schwer. Weil? Bock schwer ist. Ja, in welche Richtung? Ist es halt wie Zaya Billions, das Überleben fällt schwer? Oder schwer, weil, keine Ahnung, Steuerung kacke ist? Das Spiel ist schwer. Wenn ich schwer meine wegen Steuerung, dann sage ich wegen Steuerung. Es ist einfach schwer. Weil das, du kannst halt ein Gebäude, wenn da ein Gebäude nicht passt, dann hast du keine Rohstoffe und dann können so einige Sachen, können dann passieren. Das hatte ich nämlich auch, da ist dann mein Spielstand so nach, weiß ich nicht, 8 Stunden war dann für den Arsch, weil ich nicht weiterspielen konnte. Weil okay. Ich keine Saves gemacht habe und es ist gut schwer auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe noch auf normal gespielt. Es ist jetzt nicht per se ein City Skylines, das ist es nicht. Aber es macht schon auf jeden Fall sehr viel Bock. Aber da sind auch so kleine Kinderkrankheiten noch drin. Ich denke mal, das wird durch Mods wieder von anderen Leuten behoben, wo man Einheiten zum Beispiel, man kann halt Drohnen auf andere Spots setzen und verschieben. Und da kann man immer nur eine verschieben. Und wenn du jetzt beispielsweise ja dir 30 Drohnen holst von der Erde, naja, dann viel Spaß. Weil das ist dann immer, man muss dann rausscrollen, also die Drohne markieren, rausscrollen, dahin gehen, reinscrollen und darüber schicken, rausscrollen und wieder zurück. Und das machst du dann 30 Mal. Und das ist urstnervig. Dann ist das Handelssystem ist auch ein bisschen komisch. Dass man muss irgendwie immer so Drohnenspots übereinander legen und in der Mitte, wo eine Schnittmenge ist, muss man ein Lager bauen, damit die dann, wenn du was auf der anderen Seite bauen willst, dass sie die Rohstoffe aus deinem Hauptlager holen. Und das ist, naja, ich sag mal, wenn du Wasser auf dem anderen Ende der Map abbauen willst und das nach oben bringen musst, ist das ein logistisch... Lass mich folgende Frage stellen. Ja. Fühlt es sich an wie ein Final Release oder fühlt es sich eher noch an wie ein Early Access? Nö, weil das, Final. Was du, ja? Oh. Weil das, was du beschreibst, klingt so nach Kinderkrankheiten, Early Access, die man ja dann relativ noch ausbessern könnte, aber es ist ja eigentlich ein fertiges Produkt. Ey, das war, es ist auch fertig. Ich denke nur einfach, also ich sage mal, ich versuche mal erst den Fehler bei mir zu finden. Ich habe das dann nachher irgendwie überbrücken können durch, da gibt es dann auch so Shuttle. Und die Shuttle fliegen das über die ganze Map. Aber ein Shuttle, bis du das freigeschaltet hast, dauert auch eine ganze Weile, weil du halt das erforschen musst. Und das fand ich ein bisschen eigenartig. Und das hat mich auch ein Stream lang extrem gewurmt, weil ich finde sowas völlig Banane. Weil du kannst Rohstoffe kannst du mit Fahrzeugen zwar hin und her fahren, aber da kannst du zum Beispiel keine Mengen angeben. Das heißt also, du könntest dir jetzt dein ganzes Transportfahrzeug vollladen und das hinfahren, aber das passiert nicht automatisch. Das musst du immer einzeln machen. Ja. Und das wird irgendwann, ist das bei solchen Spielen, wird das halt so ein extremes Micromanagement, dass das wird dann ein bisschen uncool, sag ich mal. Also nicht unbedingt super casual-freundlich. Aber wenn du diese Shuttle hast, die machen das automatisch. Also eher nicht casual-freundlich, sondern tatsächlich schon tiefergehend mit Micromanagement und kein Selbstläufer, wo Ressourcen einfach im Überfluss rumliegen und jeder halt sofort zum Ziel kommt. Das Problem ist noch, dass das Micromanagement halt extremst umständlich ist, finde ich. Mhm. Also ich habe dann irgendwann eine zweite Base auf meiner zweiten Map angemacht, weil bei der ersten, so selbst wenn du es auf so leicht wie möglich spielst, weißt du einfach nicht, worauf du halt hinaus bist. So ein bisschen wie bei They Are Billions, wo du auch erst aus dem Spiel heraus lernen musst, was wichtig ist und was eher unwichtig ist. Mhm. Und dann habe ich eine zweite Map aufgemacht, habe dann irgendwann die zweite Base aufgemacht, wollte mir Leute holen. Und dann wollte ich schauen, dass ich halt wirklich Mitarbeiter, was eben in dem Spiel wichtig ist, dass du halt Menschen hast, die spezialisiert sind und die dann eben zu dem Fach spezialisiert sind, dass du dann eben in der Base gerade hast. Also ja, das klingt für mich halt so ein bisschen wie die Spiele von Clay Entertainment, sei es jetzt Don't Starve oder Oxygen Not Included. Das heißt, die haben halt einen ungeheuren Tiefgang, du kommst halt jedes Mal ein bisschen weiter, machst einen Fehler, Spiel RIP, fängst halt wieder von vorne an, weil du es halt erstmal lernen willst. Außer du liest ja vorher natürlich die komplette Wiki durch, was irgendwie geil ist und wie es funktioniert. Aber wenn du es selbst rausfinden willst, die Spiele von Clay sind halt sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wenn er halt, sag ich mal, eher so casual orientiert bist, kannst du halt sehr schnell frusten, weil du halt hunderte Male neu anfängst. Ja, die Sache ist, es ist halt ein Strategiespiel. Und ja, richtig. Als ich es angefangen habe zu spielen, dachte ich, es wäre vielleicht ein bisschen weniger Survival
und ein bisschen mehr halt Aufbau Richtung, ja genau, wirklich Aufbausimulationen. So, klar, das sind Äpfel mit Birnen, aber mehr so in Richtung Civilization. Das ist es halt gar nicht. So das, was ich jetzt von Civilization gewohnt bin, ich fange leichtes Spiel an, um es zu lernen und werde es auch wahrscheinlich in 10 Stunden noch spielen, weil du halt nicht so schnell stirbst oder untergehst in Civ. Das hast du da halt nicht. So ein kleiner Fehler, bei mir hat sich irgendwer erschossen auf der zweiten Base dann eben, weil ich irgendwie die nicht glücklich bekommen habe. Und dann geht die ganze Zivilisation halt den Bach runter, weil dann alle Leute anfangen, wahnsinnig zu werden. Weil, ja, Suizidfall dann in der Nähe war und dann kannst du es eigentlich vergessen und eine neue Map anfangen. Und das ist halt, naja, ich bin mehr der Casual genau, das ist halt Spieler. Die Frage, die letztendlich auch zum Beispiel Mububu halt stellt, ob das halt wirklich gut ist hier, dass es schwer ist. Ich glaube, das spricht ein ganz spezielles Klientel an, auch gerade die Spiele von Clay, also die ich halt genannt habe, Oxygen Not Included, Surviving Mars, wenn es auch in die Richtung geht. Also ja, man muss ein Fable dafür haben. Das Spiel schenkt einem nichts. Man muss es quasi lernen, um es dann halt irgendwann zu meistern. Hast du da keinen Bock drauf, ist es nicht das richtige Spiel. Wer hat eben nur dann ein Aufbausystem erwartet, wo man nebenbei einen schönen Rollercoaster halt baut, der wird da wahrscheinlich dann falsch sein. Genau, richtig. Ich hatte ein bisschen mehr auf Rollercoaster gehofft. Aber es ist gut. Also mir hat es Spaß gemacht. Mir dann auch. Also das zweite Spiel hat mir dann tatsächlich auch Spaß gemacht. Ja gut, ich kann jetzt sagen, ich habe es mir halt eben noch nicht geholt, aber das, was ich jetzt so von euch gehört habe, das weiß ich, das wäre dann für mich tatsächlich eher, was ich mir aber privat angucke, gechillt, vielleicht mal eine Wiki sogar dann schon nebenbei lese, ist für mich kein Stream-Spiel. Also das werde ich dann nicht im Stream spielen, weil da würde ich dann eher auch so einen sanften Aufbaukram spielen, wo ich mich nicht super konzentrieren muss, weil sonst pleb ich nur rum. Also für jemanden, der mehr so weniger Casual Survival Aufbaustrategie sucht, für den ist Surviving Mars definitiv was. Er hat ein paar Kinderkrankheiten. Manchmal weiß man nicht, warum jetzt bei einem Klick etwas nicht reagiert oder doch reagiert oder zu schnell reagiert oder so. Hatte ich manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen zu schwerfällig ist von der UI. Aber das ist halt so bei so. Ja gut, das mag ja vielleicht noch gefixt werden, wenn sie es halt eben noch weiter supporten. Ja. Ist ja nicht ausgeschlossen. Ein ganz großer Vorteil ist der Soundtrack. Der war wirklich, den habe ich nicht gehört. Der war wirklich, Also da waren 6 Radiosender drin und die waren alle richtig schön. Okay. Die waren richtig schön. Also das war ein Träumchen. Leider nicht gehört. Wobei, kann ich ja die Frage dann stellen, wer hat denn Pizza Connection gespielt und da den Soundtrack gehört? Jetzt ich habe es nicht Pizza gespielt, Connection ist so eine... Entschuldigung, Sali. Stefan spielt und da höre ich den Soundtrack die ganze Zeit. Weil ich habe es nicht gespielt. Also von daher kann ich da nichts zu sagen, war ja auch ein Spiel aus dem letzten Monat. Gespielt habe ich es nicht, aber Gutes gehört habe ich auch nicht. Okay. Über Pizza Connection. Also, was man so gelesen hat, ist, Leute haben sich dann Pizza Connection 2 auf Steam runtergeladen und das dann gespielt, statt den dritten Teil. Mm. Ist wohl ein bisschen in die Hose gegangen, was. Mm. Kann ich jetzt aber nicht aus erster Hand sagen. Fragen wir doch mal Dizzy, der zieht schon so ein Gesicht. Ich habe einen Tag Pizza Connection spielen und es war okay. Ne? Also, Story war supi. Die war wirklich mega cool. Die haben mit so schönen Erzählungen und mit Around the World und du trittst dein Erbe an und Soundtrack, supi. Und dann ist Schluss. Also der erste Tag lief das Spiel nicht mal auf 60 FPS, was schon mal für mich gar nicht geht. Das war ein absolutes Schüttelfestival. Selbst mein Gameboy hätte das besser gemacht. Das war für mich schon so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, bist du mal ruhig, entspannst dich mal, meckerst du nicht. Ja? War einer der schönsten Streams seit langem, weil wir nämlich um 18.30 Uhr uns alle zusammengesetzt haben und Pizza gegessen haben. Und wer die schönste Pizza im Discord gepostet hat, der hat von mir einmal Pizza Connection Geschenk gekriegt. Und da waren super viele cool Leute dabei und das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und dann kam am nächsten Tag ein Patch für das Spiel, okay? Und ich war so, ja gut, okay, cool, Patch, nice, vielleicht haben sie es gefixt. Ah, nee, aber sie haben das Spiel kaputt gepatcht. Das heißt, man konnte das spielen und man braucht aber für Pizzerien Lieferanten, die quasi dein Material dahin schicken. Und
Die Lieferanten haben irgendwie nichts mehr abgeliefert. Das heißt, du hast keinen Umsatz mehr gemacht. Also quasi Game-Breaking-Bug irgendwie reingebaut. Jo. Okay. Und so da war das für mich dann eigentlich schon wieder gelaufen. So. Und dann habe ich habe ja Pizza Connection 2-1 nie gespielt. So. Und was mich auch übelst gestört hat, aber des Todes. Man konnte sich zwar seine eigenen Pizzen machen, aber das war nicht witzig, weil man konnte keine scheiß witzigen Pizzen bauen, weil das keiner gegessen hat. Das hat keiner gegessen. Das heißt, du musstest die ganze Zeit irgendwelche Pizzas bauen, so à la Salami, die ganzen Pizzen, die du schon von der Karte kennst. Weil sonst machst du nämlich keinen Umsatz und dann bist du am Arsch. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Kann mich aber auch täuschen. Weil ich wollte nämlich mal einen ganzen Fisch rauflegen und eine ganze Porridge-Stange und lauter solche Sachen. Was Witziges halt. Und das ging nicht. Nun ja, ich habe es dann am nächsten Tag, wollte ich spielen. Game-Breaking Bug habe ich weggelegt. Weil mich hat das dann am Abend, kurz bevor ich es ausgemacht habe, ich mir halt überlegt, nee, tut mir leid, aber wenn sie in Anführungsstrichen bitte gesehen, ja, so ein einfaches Spiel nicht stabil zum Laufen kriegen, was grafisch wirklich, also grafisch war super, Ton, alles toll und die Story war super schick, aber mit 25 FPS durch die Stadt ruckeln. Ja, und dann nur Pizza Hawaii halt machen. Und nur Pizza Hawaii machen ist so... es ist halt die beste Pizza, die es gibt. Ja, eben, aber ist halt langweilig, wenn man halt nur Pizza Hawaii halt macht. Und ich habe auch so ein bisschen mal in den Bewertungen dann rumgelesen, weil mir das bei dem Spiel echt wehgetan hat, so, weil ich gesagt habe, ey, ich würde es gern mögen, so wie bei Sea of Thieves, ich würde es gern mögen. Und der Grundton war eigentlich, dass die anderen Spiele mehr Komplexität hatten. Die anderen Teile. Also, ich habe noch einige Sachen, die da nicht so richtig liefen. Ja, gut. Also bestenfalls dann so, wenn man es raushört, wait for sale, bis die Bugs irgendwann gefixt sind, wenn man überhaupt mal reingucken will. Offenbar. Ja. Kein wait for sale. Meister der Übergänge hier wieder. A Way Out. Ja. Haben ja tatsächlich alle hier gespielt und ja. Ich muss sagen, ich war einer, der es mit als letztes gespielt hat. Ich bin auch noch nicht durch, also keine Angst, es gibt keine Spoiler. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil es hat mich so auf den Präsentationen, ja, angesprochen, sah ganz witzig aus, aber es hat mich nicht so vollends überzeugt. Dann habe ich halt eben von vielen gehört, es soll jetzt doch sehr, sehr gut sein und dann habe ich es mir doch geholt und habe es jetzt eben halt gespielt. Ja, es ist sehr, sehr geil. Also nicht nur, dass es halt wirklich gut aussieht, es ist halt wirklich cool inszeniert und da ist es auch wirklich Koop sinnvoll und es macht Laune. Also von daher, ich bin super positiv überrascht von dem Spiel und jeder, der irgendeinen finden kann, mit dem er zusammenspielen kann, spielt es. Für den Preis, was kostet auf der PS4? Roundabout 29 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. 30 Euro, ja. Es ist absolut wert. Also es hat echt Spaß gemacht. Die Story ist halt eben plausibel und nachvollziehbar. Die Dinge vom Gameplay sind halt cool inszeniert. Es sind Minigames halt drin. Ja, im Endeffekt habe ich den ganzen Stream halt nur gelacht und das war super lustig. Was richtig gut auch funktioniert, ist, dass wirklich nur einer das Spiel kauft und den anderen dazu einlädt. Das haben ja Slabby und ich so gemacht und es funktioniert. Abgesehen von einem Unterbruch, den wir hatten, war das stabil, tipptopp. Ja. Super Spiel. Da muss ich sagen, ich war skeptisch, weil das doch schon sehr, sehr weit weg ging von diesem Brothers, A Tale of Two Sons, was ich damals gespielt habe und unfassbar gut fand. Aber er hat es halt schon wieder gemacht und das jetzt zum zweiten Mal, also das dritte Spiel von ihm. Ich hoffe, er kommt dann wieder zu den, vielleicht kriegt er ja einen Preis, der Entwickler, bei den nächsten Game Awards und kann auch mal seine Meinung zu den Oscars abgeben. Das würde ich mir sehr wünschen auf jeden Fall, weil Preis hätte es auf jeden Fall verdient. Ja, und Respekt muss ich sagen an EA, dass sie das halt eben quasi so mit durchgezogen haben. Ja, das ist ja schon ein Risiko, ein reines Co-op-Game halt zu publishen. Aber ja, gerne mehr davon. Also, wenn sie sich so vertrauen, das hat bei dem Spiel auf jeden Fall gepasst. War eine frische Idee, Couch-Koop wieder zurückzubringen, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, es eben über Internet miteinander zu spielen. Ja, ich habe tatsächlich die Splitscreen-Variante an einem Monitor halt eben genommen, beziehungsweise die halt gespielt und das hat auch gut funktioniert. Also das ist die gleiche Variante. Du hast immer Splitscreen. Ja.
Das ist ja das Schöne. Achso, auch wenn. Ah, ja, okay. Das bleibt. Das ist großartig. Also, es war ein wirklich tolles Spielerlebnis. Ja, und es bleibt halt auch. Es hat halt auch nicht diesen Gameplay-Loop, wo du dir dann denkst, ah, jetzt müssen wir das wieder machen, sondern es geht halt immer weiter. Es kommen halt immer wieder neue Sachen. Es ist ein interaktiver Film und eben man spielt halt den Film. Genau. Das ist meine erste 10 von 10, die ich vergebe. Die ich je vergeben habe. Ich habe noch nie eine 10 von 10 vergeben. Nicht mal für Wolfenstein. Nicht mal für Wolfenstein. Da ist, also an dem Spiel ist, weiß ich nicht, wer das nicht kauft, ist doof. Das müsste eigentlich Leute schon kaufen, die es eigentlich nur gucken. Weil er das Geld verdient hat. Wirklich. Das, was Leute nicht kaufen müssen, weil ihre Freunde es nicht kaufen, müssen andere Leute kaufen, die es nicht spielen. Bin ich der Meinung. Weil das wirklich eine 10 out of 10 ist. Ganz, ganz großen Abstand. Das hat Wolfenstein leider Gottes überrundet. Wirklich so. Ich habe das die letzten Tage mal so rekapituliert und habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und für mich festgestellt, dass A, hat er sich was getraut, weil das habe ich so in der Form nicht gesehen. Splitscreen, okay, hin oder her. Müssen wir nicht drüber reden. Das war ein bisschen mehr als nur Splitscreen. Die Geschichte, da regen sich ja sehr viele Leute auf, dass man nicht spoilern. Über das Ende. Ja. Oder zumindest so die letzten Etappen, sage ich mal. Ist schwierig. Kann ich verstehen, aber das Spiel spielt halt mit deinen Gefühlen von vorne bis hinten. Du lachst, du weinst zusammen, du tötest jemanden zusammen, du tötest noch einen zusammen, legst eine Wache um, klaust irgendwelche Sachen im Knast und ich habe so ein Spiel, selbst Wolfenstein macht das nicht mit mir. Also hat es auch nicht gemacht. Also ich meine, ich fühle auch mit Herrn Bleskovic mit, aber nicht so. Und ich habe, da war nicht ein Bug drin. Kein einziger, nicht, ich habe nicht einen Bug gesehen. Alle Spielfeatures, die wir gemacht haben oder durchleben durften, waren gut. Die Server haben funktioniert. Ich hatte keine Verbindungsabbrüche. Und die fucking Minigames sind der Shit, Mann! Die fucking Minigames sind der Shit! Du kannst in dem Spiel einfach noch 5 Stunden Minigames spielen. Yep. Und das ist halt unglaublich krass. Und das für 30 Euro. Und das ist für mich der größte Faktor, warum es eine 10 von 10 ist, weil es einfach nur 30 Euro kostet für 2 Leute. Und du kannst es auch öfter spielen. Ja, im Endeffekt sind es quasi 2 Kinokarten und du kannst halt, es ist halt ein XXL-Film, wenn du so willst, den halt zu zweit erleben kannst. Das ist halt, ja, das, ich stimme dir halt absolut zu. Das Ding ist richtig, richtig gut. Hätte ich nicht mitgerechnet. Wird definitiv dieses Jahr Game of the Year. Ich sehe nichts, was besser wird als das. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht kommen. Mal schauen. Ja, gut, mal schauen. Ob ich so weit gehe, das weiß ich nicht, aber es kommt definitiv in meine nähere Auswahl der Top-10-Liste. Ihr kommt also wieder mit irgendwelchen JRPG und nachher am Ende kommen sie wieder alle zu den Brettern des Jahres. Ey! Horizon Zero Dawn, the greatest game of the year! Nee, war's für und mich das nicht. Sagen auch wieder, also ganz ehrlich, es gab ja auch Zeitschriften, die über A Way Out geschrieben haben. Das habe ich mir auch mal durchgelesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer solche Bewertungen schreibt, die negativ oder negative Sachen aufzählen, ja, da ist ganz klar, dass die keine Freunde hatten, mit denen sie das spielen konnten. Und genau deswegen kommt so eine Bewertung zustande. Okay? Ja gut, ich sag mal, es steht natürlich auch ein bisschen und fällt damit, mit wem man das spielt. Wenn du natürlich mit einem Typ spielst, den du abgrundtief hast, weil es vielleicht dein Arbeitskollege ist oder so und die sowieso, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja klar, dann ist das Spiel vielleicht nicht lustig, aber wenn du es halt mit Leuten spielst, mit denen du sowieso gerne Zeit verbringst, dann hast du eben eine gute Zeit mit denen. Das also das stimmt aber die auch, ich hab's auch mit Stay gespielt und ich hasse ihn abgrundtief und das war auch okay. Ja gut, aber da war es vielleicht das Stream-Konzept, ich weiß es nicht. Verstehe die Problematik, ne? Tja, uff. Oh Mann, ey. Also das mache ich nicht oft, aber er kauft das Spiel, Leute. Ich will, dass der noch mehr Spiele macht. Weil der traut sich was. Also. Also die Leute sagen, GameStar hat das Spiel schlecht bewertet, aber es hat eine 80 von 100. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja, wobei in der heutigen Zeit, das ist lustig, ist eine 80 halt schon schlecht. Also für mich nicht, weil ich habe es ja tatsächlich irgendwann mal gemacht. Eine 80 ist für mich halt ein sehr, sehr gutes Game. Keine Ahnung. Ich meine, jedes Spiel kann eine 90 bekommen, weil das ist für mich schon outstanding. Das ist Nintendo. Nur Nintendo-Spiele dürfen 90 bekommen. Ja, aber die Spiele waren auch gut, sorry.
kann ja nichts dafür. Ja, halt gute Games rausgehauen. Jetzt ja, auf weiß, der Switch. Ich. Weiß ich. Weiß ich. Also. Bei Apple Dizzy gerade. Nee, also jetzt muss ich echt sagen, 30 Euro, im Prinzip 15 Euro, wenn du es zweit spielst. Es ist halt kurz, aber dafür bezahlst du halt nicht den Vollpreis. Es ist halt ein leichter Preis. Naja, was und definiere das, man muss halt mal kurz. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich mit dem Spiel durch bin, bin ich bei einer Game Time von irgendwas um die 10 Stunden, wenn man die Minigames mitnimmt. 8 Stunden. Ja. Ich glaube, wir haben 8 Stunden gebraucht und wir haben schon. Ja, ich verlaufe mich immer in diese Open World Spiele. Oder 6,5, ja. Wir haben 6,5 Stunden gebraucht und ich glaube, Dizzy hat ungefähr 6 Stunden, also so 6,5 Stunden. Ich glaube nicht, dass du 10 brauchst. Glaube ich auch nicht. Das würde mich jetzt wundern. Da musst du schon sehr viel von der Umgebung dir angucken. Und verlaufen. Wie kann man sich denn verlaufen? Ja, eben. Frag nicht. Was? Frag nicht. Nicht fragen. Einfach weitergehen. Nicht fragen. Aber man kann auch nur noch. Was? Das ist alles Open World. Das ist schlimm. Tomb Raider 8 Stunden Game Time 60 Euro. Naja, gut, aber Tomb Raider fühlt sich auch eher an wie 40 Stunden. Muss man dazu sagen. Halt. Nee, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer eine Konsole zu Hause stehen hat am Fernseher und mit einem Kollegen das spielen möchte, wer einen Kollegen über Internet das mit demjenigen spielen möchte, zockt es. Und gut, es ist halt diese Einschränkung, man kann es nur zu zweit spielen, aber es macht aber auch nur so Sinn. Ja, ja, eben. Ich verstehe nicht, warum die Leute halt immer sagen, ja, aber schade, dass man es nur zu zweit spielen kann. Und dann hast du irgendwo einen Singleplayer, ne? Schade, dass... und dann Multiplayer. Es ist halt nun mal so. Und es ich gibt glaube, Redaktionen, die sich darauf berufen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Weswegen ich das ironischerweise auch sage, dass sie keine Freunde haben. Aber deswegen ist das Spiel scheiße, weil man das alleine spielt, weil man das nicht alleine spielen kann. Wie zum Kuckuck kann man denn sowas in eine Zeitung schreiben? In einem Koop-Spiel, was von vornherein Koop ist. Ja, ist nicht so gut, kann man nicht alleine spielen. Ja, ja. Es ist so, wie wenn du in einem Rennspiel sagst, es ist doof, weil du musst die ganze Zeit nur Auto fahren, kannst nicht aussteigen und rumlaufen. Also ich fände ja MMOs voll toll, wenn man da nicht immer alles irgendwie in Gruppen und mit Menschen machen müsste. Ey! So spiele ich wie MMOs. Sag nichts gegen meine Spiele, halt MMOs zu spielen. Oh, und so bewerte ich auch MMOs. Nein, natürlich nicht. MMOs kannst du halt auch nebeneinander spielen und nicht miteinander. Ja, nun. Der ganze Charme und das Ganze ist halt nun mal, dass man es zu zweit spielt. Das ist. Würde ja, verloren gehen, wenn man es alleine spielt und dann die KI daneben sich hat. Das ja, ja, ist, eben. Darum geht es nicht. Das ist. Genau. Und Brothers konnte man halt nur mit einem Controller spielen. Das war halt die Einschränkung, weil du halt zwei Analog-Sticks brauchtest. Ja. Da bringt halt auch nichts die Kritik. Oh, ich will aber mit Maus und Tastatur spielen. Nee. Das war auch gut. Ja. Mm. Und es würde auch keinen Sinn machen, wenn du nicht einen Controller in der Hand hättest. Nee. Es würde schon keinen Sinn machen, wenn du einen Controller hättest, der kein Rumble, also keine Vibration hat. Schon allein das würde vom Spiel was wegnehmen. Weil der sich halt so viele Gedanken macht über das Spiel, dass er selbst in die Vibration des Controllers halt was eingebaut hat, was wichtig und essentiell für das Spiel ist. Und so ist es halt in Way Out halt auch, dass dieses Koop so wichtig ist. Aber ohne es jetzt zu spoilern, könnte ich jetzt natürlich, kann ich halt nicht genau sagen, was es ist. Nein, die Leute sollen spielen. Oh. Genau. Ja, das nächste Spiel, was dann rausgekommen ist. Kommt mal wieder mal zu JRPGs. Nino. Ich bin kurz AFK für eine Treffenstunde. Viel Spaß, Leppi und Markus. Ich ja, hab's okay, noch nicht gespielt. Bis gleich. Nino Kuni 2. Meine Damen und Herren. Hatte ich mich sehr gefreut und war allerdings auch ein bisschen skeptisch, weil es ja quasi komplett zum Vorgänger überarbeitet und umgekrempelt wurde. Ich habe den ersten Teil gespielt, durchgespielt, fand ihn sehr, sehr gut. Und jetzt ist der zweite Teil da. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das halt formuliere, dass es halt nicht super spoilerig wird, weil ist ja noch aktuelles Spiel, die meisten werden noch nicht durch sein. Ich selbst bin natürlich auch noch nicht durch, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Ersteindruck, weil ich bin jetzt auch erst so 10, 12 Stunden im Spiel. Es hat nicht viel mit dem Vorgänger zu tun, so würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt steht zwar Ni No Kuni dran, weil sich es damit vielleicht auch besser verkauft, aber eine wirkliche Fortsetzung ist es nicht. Wer das wirklich erwartet,
Würde ich mal sagen, nein. Also ich würde es vielleicht vergleichen mit Tales of oder so. Es steht überall Tales of oder Final Fantasy dran, aber es ist jedes Mal ein anderes Spiel. Es steht da nur der Name dran. Das kann mal besser und mal schlechter sein. Ob das jetzt wirklich ein besserer Teil als der Vorgänger ist, viele werden vielleicht sagen, ja, weil das Pokémon-Kampfsystem ist nicht mehr mit drin. Es ist jetzt mehr oder minder ein schnelles, actionbasiertes, aktives Kampfsystem, was mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt. Mir ist es allerdings bis jetzt zu leicht, weil es nicht wirklich schwierig ist. Und was ich halt darüber hinaus finde, die Story bzw. die Charaktere finde ich ein bisschen noch seicht. Ob sich das noch ändert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mal schauen. Das heißt, sie waren halt im ersten Teil deutlich sympathischer, weil sie halt besser, jetzt wollte ich in der Introduction, also sie wurden besser eingeführt halt ins Spiel. Die Story war, fand ich halt interessanter, emotionaler. Und sie wurde halt eben besser präsentiert in längeren Cutscenes, die auch vertont waren. Das heißt, im zweiten Teil sind sehr viele Dialogboxen, sehr wenig Ton, sehr wenig Cutscenes. Was ist halt so ein bisschen, naja, hat das Geld gefehlt so irgendwie? Ich weiß es nicht, das ist so mein Eindruck. Ist im Großen und Ganzen kein schlechtes Spiel, aber nicht unbedingt eine grandiose Fortsetzung. Das wäre so mein Ersteindruck nach den 12 Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe. Wie sieht's bei euch aus? Slaby, du hast noch gar nicht angefangen, glaube ich, aber Sali hat, glaube ich, schon angefangen. Ich bin jetzt so ungefähr bei 30 Stunden. Ja, es ist, es macht Spaß. Also das schon, ich, ja. Ich hab wirklich Spaß an dem Spiel, aber ich finde eben, dass es nicht sehr, sehr viel mit dem ersten Teil zu tun hat. Diese Textpassagen, das ist so wirklich, und das sage ich selten am Ende vom Stream, sage ich, oh Gott, ich habe jetzt echt keine Lust mehr zum Lesen, ne? Ich würde sie am liebsten jetzt wegklicken. Aber oft sind da halt wirklich witzige Sachen. Es wäre halt schön, dieser Switch zwischen, okay, jetzt ist gerade, ist es vertont und im nächsten Ding ist es wieder nicht vertont und jetzt muss ich wieder, ne, sprechen und aber ich versuche mir... Das ist in JRPGs völlig normal. Zitat Ende. Weiter. Im Vergleich zum ersten Teil, Lizzie. Ja, sind JRPGs völlig normal. Im Vergleich zum ersten Teil, Dizzy. Hm. So, es ist halt, ne, es ist so, uff, ich versuche mir jetzt noch einigermaßen Mühe zu geben und da verschiedene Stimmen rauszuhauen, aber dann hast du da so viele Personen, ne, und nach und so viel Text. Stunden, nach 5 Stunden ist dann schon so, da ist schon viel, aber man kann nicht sagen, dass sie sich keine Mühe gegeben haben, weil es sind wirklich hübsche kleine Storys dabei, überall. Es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Mechaniken, wo ich mir denke, so, okay, musste das sein? Also über Mechaniken können wir ja, ne? Das ist dieses, wo du von oben guckst, dieses Militärzeug. Da bin ich dann so, ja, okay. Das hätte jetzt nicht drin sein müssen, meiner Meinung nach. Ist der Part, der mir am wenigsten Spaß macht. Aber ansonsten ist es schon schön erzählt. Das ist, es macht Spaß. Es ist ein gutes Spiel, aber eben, es hat nicht sehr viel mit dem ersten Ni No Kuni zu tun. Aber ich habe Spaß. Prinzessin Mononoke hat auch nicht viel mit der ist eine andere. Das wandelnde Schloss zu tun, glaube ich. Naja, das ist ja nur dasselbe Studio. Ja, ja, eben. Und das Studio macht halt bei dem Teil noch nicht mal mehr mit. Also, es ist ja noch nicht mal mehr von Ghibli. Sondern... Aber es ist verständlich, dass wenn Ni No Kuni draufsteht, dass du auch so ein bisschen Ni No Kuni erwartest. Natürlich, ne? Ja, ja, klar. Und das ist halt in den Cutscenes und so durch die Zeichnungen, okay, ja. Aber ansonsten, es fühlt sich ganz anders an. Ja. Also... Keine Ahnung. Ich erwarte halt Ni No Kuni, das vielleicht ein paar Sachen besser macht als der erste Teil, weil der erste Teil hat auch viele Rage-Momente für mich. Ich finde es schön, dass das Leveln weggefallen ist, das Grinden, so was ich gehört habe. Also man kann entspannt spielen. Naja, aber entspannt ist wirklich sehr, sehr entspannt. Ich weiß nicht, wie es... Abwarten. Okay. Ich sage also Ausrufezeichen später. Okay. Abwarten. Dann ist es aber wirklich, sage ich mal, so der Anfang, gerade so jetzt die ersten 10, 12 Stunden. Es gibt viele Sachen, die du machen kannst. Du musst sie aber nicht machen, weil einfach Knopf drücken reicht, um einen Kampf zu gewinnen. Lasst mich dazu bitte etwas sagen. Ich mache alles. Ich mache alle Sidequests. Und komme jetzt an einem Punkt, weißt du, am Anfang so, Kampf, ja, in der Zeit kann ich auch Chat lesen, die Kämpfe.
Ja, so genau. Simpel. Und genau. Jetzt komme ich an einer Stelle, wo ich vom Level her einfach, von der Story, du hast alles gemacht, was du machen musstest, du musst weiter. Und die Dinger sind halt zwischen 5 bis 10 Level, sind die über mir. Okay. Gerade. Und ich so, okay. Also ich krieg gerade ein bisschen auf die Nase, muss ich zugeben. So. Ja gut, die hat es ja aber auch diese, sag ich mal, Steps hat es ja auch in Ni no Kuni 1, wo du dann halt ja quasi ein bisschen nachgrinden musstest. So ein bisschen, aber es gibt da noch so Kampfsystem, eben Equalizer, den du einstellen kannst und. Und dann ja gut, dann bin ich gespannt, wie es dann halt eben weitergeht. An dem Punkt also bin ich halt eben noch wird, nicht. Es zieht dann irgendwann etwas an. Dadurch eben. Okay. Ich bin gespannt. Und ich freue mich drauf. Schon die ganze Zeit. Ich auch. Ich glaube, auf nächsten Monat, dann reden wir nochmal eine Stunde drüber. Ja, wenn ich auch gespielt habe. JRPGs sind ja hier im Plankenschnack die letzten Monate der heiße Scheiß. Alles andere geht immer so unter. Weil du kannst auch gerne eine Stunde über Wolfenstein reden, wenn du willst. Nee. Da schalte ich halt ab. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich höre gerne zu. Übrigens, Sali, das war, das habt ihr mir bei Dings gesagt. Bei Monster Hunter. Das ist ja auch nochmal. Dass es nicht vertont wird, sondern man lesen muss. Das war nämlich genau das, was ich gerade meinte. Aber es sieht gut aus. Also Ni no Kuni sieht echt schön aus. So. Es ist schön. Ja. So ein bisschen was für Kinder. Aber das ist wahrscheinlich nicht für Kinder. Ja. Aber JRPG kannst du für dich behalten. Den Mist. Halb vertont. 60 Euro am Arsch. Am Arsch! Und kauft sich Zelda und eine Switch. Zelda ist kein JRPG. Warum habe ich Menschen diesen Aufhänger gegeben? Zelda ist kein JRPG. Nee, aber es ist ja da aus der Ecke da hinten. Ja. Du weißt, was ich meine. Jetzt hast du gerade gesagt, aus der Ecke da hinten? Ja, aber das kommt ja von da hinten. Von dem Kontinent. Ja. Du kommst auch aus der Ecke da hinten. Das war doch jetzt nicht abwertend gemeint. Wir bewerten Spiele jetzt nur noch kontinental. Ja. Jetzt darf man nicht mal mehr Brücken bauen und dann wird man... Dann sage ich, um es auf den Punkt zu bringen, aus dem asiatischen Raum. Und ich meine, das in keinerlei Form abwerten, okay? Mann. PUBG kommt auch aus da hinten. Nee, so. Nur weil die da einen Firmensitz haben. Wegen steuerlich wahrscheinlich. Nee, das ganze Team ist, was ist das, Koreaner oder nicht? Oder Chinesen? Das ist eigentlich nicht, nur Player der... PlayerUnknown Asiate ist. Nee, PlayerUnknown ist der einzige Brite, aber der Rest... Wir haben das Spiel ja schon angefangen zu entwickeln, bevor, glaube ich, PlayerUnknown reinkam. Und der hat dann das im Prinzip nur fertig gemacht für die, mit seinem Wissen. Aber die Spielidee war schon vorher bekannt. Nichts für Streamer, die nicht gerne lesen. Das stimmt. Südkorea, danke. Okay, ja. Das ist wirklich... Ich versuche ja echt alles... so zu mögen. Ne? Aber JRPG, da, oh Gott, wenn ich schon anfange, darüber zu reden, dann so, nee, lass mich in Ruhe. Hau ab. Weg damit. Dabei gibt es so viele verschiedene Richtungen. Ja. Und also ich finde, dass das Schöne ist Monster Hunter und Ni no Kuni, das ist so, weißt du? Ja, natürlich, das sind unterschiedliche Welten. Und das Schöne ist ja, die haben das ja auch noch drauf. Also damals, das ist kein JRPG, aber Silk Road zum Beispiel, wenn die Leute sich da draußen erinnern noch. Das Kampfsystem von Silk Road war so unendlich toll. Und auch bei Monster Hunter, das haben die halt echt drauf. Ich weiß noch nicht, warum die immer so die Hälfte weglassen. Dann zum Beispiel. Weil es bei Monster Hunter nicht wichtig ist. Ja, natürlich. Aber das ist trotzdem so ein bisschen... Und raus und bashen. Bei Ni no Kuni ist es halt, dass das Spiel lebt von den ganzen Erzählungen und drum und dran. Und dann, und das ist im Vergleich zu einem anderen, weißt du, la la la, okay, dann wird geredet. Dann hast du Szenen, wo auch gesprochen wird, aber du unten eben auch schon zum Wegklicken hast. Und dann gibt es etwas, wo gar nicht mehr gesprochen wird. Und dieser, es fühlt sich unfertig an. Du meinst wie Monster Hunter? Nein, Monster Hunter fühlt sich nicht unfertig an. Ach so, aber da nur, war das auch mit so. Nur weil du keinen Spaß am Monster Hunter hattest. Da war das genauso mit der Vertonung. Ich weiß gar nicht, was du da so viel gelesen hast. Das also sind die Erklärungen also schon Meldung, das war und die erste, liest man nicht mehr. Das war die erste Base, okay? Und ich habe mir gedacht, ey geil, ich kenne Monster Hunter nicht. Vielleicht nimmt mich das mit ja ins Universum oder so. Hm.
Ja, das Monster. Ist aber wie bei den Erwachsenenfilmen, da brauchst du halt nicht irgendwie eine Story. Da geht's ums Kloppen. Bei dem einen meckern und bei dem anderen ist es egal, oder was? Was ist denn das? Ja, bei dem einen ist es egal und bei dem jetzt wieder nicht. Das eine ist ein Story-Game und das andere ist ein... Bei Monster Hunter ist die Story... Monster Hunter ist die Story halt komplett verwerflich, so... Nicht verwerflich, vergessbar. Verwerflich, wo wir bei Erwachsenen bleiben und so, alles verwerflich. JRPG. Also, ich darf nichts mehr. Ist okay, ist JRPG, käme mir nicht aus, macht ihr mal. Ist okay. Ich spiele Final Fantasy 20 dann nachher wieder und fahre mit den heißen, süßen Boys durch die Gegend. Mach nur Scheiße. Okay. Ja, kein Wunder, dass du so ein schlechtes Bild von JRPGs hast, wenn Final Fantasy 15 das einzige ist, was du jemals gespielt hast. Hätte ich aber auch ein schlechtes Spiel. Monster Hunter habe ich auch gespielt. Das ist kein JRPG. Es ist ab. Okay, nenn mir eins. Ich habe bestimmt eins gespielt. Nenn mir ein gutes. Jetzt kommen wir nicht mit Final Fantasy 7. Ich will jetzt nicht in die 80er reisen, damit ich nochmal ein Spiel spielen darf, okay? Ja, dann 10. Oh, 10 war toll. 10 war wirklich toll. Ja, jetzt noch so ein. Was halt bekannter ist. Ich könnte dir jetzt auch unbekanntere wie Xenoblade Chronicles 2, was du dir für deine Switch kaufen kannst. Hm. Aber das ist sehr Anime-lastig. Ich glaube nicht, dass das was für dich ist. Du bist halt nicht so ein Weep. Persona 5. Persona 5, aber das ist auch viel lesen. Aber auch Persona wieder eine 5, ganz andere Richtung. Aber dafür musst du halt, für Persona 5 musst du wiederum ein bisschen halt ein Fable für Japan haben. Und wenn du das nicht hast, ich glaube dann, entweder es packt dich dann und es gibt dir dieses Fable für Japan oder eben nicht. Aber ja, Persona 5 wäre auch eins. Persona 5 ist richtig gut. Ja gut, es gibt also keins, was ich gespielt habe, außer Final Fantasy. Ich kann damit nichts anfangen. Nichts für mich. Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Far Cry 5. Kann ich Pipi machen? Das ist jetzt, glaube ich, der beste Moment für mich, Pipi-Pause zu machen. Bevor ich hier einschlafe halt. Das nächste Spiel. Entschuldigung, Wii-Pause. Wii-Pause. Sorry, ich muss kurz einen Radioturm besteigen. Ich bin sofort wieder da. Er oh wow, Steppi hat das Spiel gar nicht sich angeguckt. Aber erst mal einen Schuss rausholen. Ich wollte das ja unbedingt spielen, ne? Ja. Ich hab's, also, ich kann zumindest sagen, ich hab's gespielt, ja. Ich wollte es unbedingt spielen, weil ich einfach, ich mag das. Ja. Ne? Ich mag dieses Prinzip, Open World, zugeballerte Karte, erledige Zeug, ich hab was zu tun, ich mag das. Und dann habe ich das gesehen, bei so 1, 2, 3 Streamern. Und die Lust war wie verpufft. Warum? Das Setting macht mich null an. Okay. Es macht mich null an. Ich find's cool. Also, wie du schon sagst, es ist halt Far Cry im Setting mit irgendwelchen Hippie-Religionsfanatikern. Hm? Ich find's ganz witzig. Also tatsächlich, ja. Also ich habe jetzt auch 2 Streams gespielt. Ich freue mich drauf, weiterzuspielen. Passiert was, kannst rumdörpen, ist lustig, kannst lachen. Also. Gut, Schudi ist jetzt prinzipiell nicht meins, deswegen fällt mir es mit dem A ein bisschen schwer. Im Zweifel nimmst du halt die Schaufel und schaufelst alle weg. Das funktioniert immer. Hat sich ja schon so ein Meme irgendwie etabliert, dass irgendwie alle mit der Schaufel spielen, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, ist genau wie jetzt in meinen Augen Watch Dogs 2 und Assassin's Creed Origins halt ein guter Schritt von Ubisoft, halt mal wieder ein bisschen bessere Spiele zu machen, statt einfach nur eine generische Fortsetzung. Ich hab gehört, sie haben die Minimap abgeschafft. Die haben die Minimap abgeschafft, die Radio Tower. Die Karte ist nicht zugemüllt. Du musst halt vorher quasi wie im MMO mit NPCs reden, die dir dann erst die Mission und damit den Marker auf der Karte halt geben. Das heißt, du wirst halt nicht zugeballert. Das heißt, du kannst dir mehr oder weniger jetzt aussuchen. Willst halt nur die Hauptstory folgen, dann sprichst du halt die Hauptcharaktere an oder machst du halt Nebenkram. Das heißt, die haben eben schon ein bisschen was überarbeitet. Also auch der Einstieg ist damit halt eben nicht so überladen, dass du halt sagst, ich sehe jetzt 1000 Sachen, die ich sofort machen muss, wo gehe ich als erstes hin oder so. Das heißt, es ist halt wirklich mehr umgucken und auch mal wieder die Welt halt genießen und nicht einfach nur von Punkt zu Punkt halt rennen. Man kann angeln. Man kann angeln. Ja. Vielleicht irgendwann mal. Ich bin jetzt gerade mit Ni no Kuni beschäftigt. Ich habe nur gehört oder gelesen, dass man in dem Spiel nicht einen weiblichen Charakter erstellen soll. Das fühlt sich wohl sehr komisch an, weil es offensichtlich gespielt ist, ja? Und ist dir nicht aufgefallen? Wie gesagt, ich habe es nur gelesen, dass alle Charaktere irgendwie mit einem umgehen, so als wäre man halt immer noch ein Kerl. Nö. Und das
Eigentlich nicht. Okay. Also in der Loka war auf Deutsch alles, haben sie mich mit Mrs. oder was war die Bezeichnung? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ja, ich meine aber vom Setting irgendwie, dass die Männer, die halt hinter dir stehen, dir die ganze Zeit sagen, oh, ich bin nur ein half the man irgendwie wie du. Du bist halt doppelt Mann wie ich und solche Geschichten. Also da sind wohl ein paar Sachen, wo sie nicht. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also da, wo ist es mir aufgefallen ist, hat die Lokalisierung halt von Geschlechtern halt gepasst. Oder wo sie dir halt erzählen, so die böse Sorte, keine Ahnung, wo sie dir dann erzählen, Weiber, yeah, saufen Weiber. Wo du dir dann denkst, ja, das würdest du mir doch nie erzählen, wenn ich jetzt tatsächlich eine Frau wäre. Ach also, doch, die gibt's auch. Ja. Keine Ahnung, das ist nur was ich gelesen habe. Dass mit die Radio Tower nicht mehr drin sind, das weiß ich natürlich auch. Das war jetzt gerade nur ein Meme. Nee, ich habe nicht gewusst, dass die Minimap entfernt worden ist und so. Das war so, oh, okay, cool. Stört mich nicht. Ich kann mit Minimap umgehen und auch ohne. Ich spiele Witcher 3 gerade ohne Minimap immer mal wieder. Das macht auch Spaß. Ja, wobei, du hast aber richtige Eier, Dude, ist, glaube ich, würde man auch, glaube ich, zur Frau sagen, oder? So, weil es halt einfach so eine Aussage ist, nicht? Ich bin da nicht so dieses Geschlechterzeug, das nehme ich alles nicht so für. Ja, ja. Ja, also ich würde jetzt nicht bei der Frau die Eier mit Brüste ersetzen oder so. Das klingt auch dann komisch. Boah, ich als Frau sage dann auch, ich habe den längsten von euch allen, also von dem her. Psch, ja, eben, genau, nö, sowas halt. Ich finde das, wenn das zu sehr, ich finde das unnötig, muss nicht sein. Ich kann auch sowas quatschen. Deswegen mich hat es auch nicht gestört. Mir wurscht. Entschuldigung, muss gerade lachen wegen Chat. Also ja, gut, ja, sagt ihr. Die Musik, wie es auch Mensch sagt, ja. Also ich finde, es passt. Also sehr, sehr stimmig, atmosphärisch. Ich habe Spaß damit. Okay. Ich werde es nicht spielen, aber okay. Na gut. Hat Dizzy schon was dazu gesagt oder guckt er jetzt gerade nur die ganze Zeit? Nee. Nee, hab ich noch nicht. Weiß auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Far Cry 5. Die haben einfach Far Cry 4, haben sie 4, die 4 durchgestrichen, haben eine 5 hingeschrieben. Das war's. Mehr haben sie nicht gemacht. Die haben die Minimap, wie es letztes gesagt hat, abgeschafft und die Karte ist ja nicht so voll. Nur weil die Scheiße da nicht draufsteht, heißt das nicht, dass die Scheiße nicht da ist. Die Scheiße ist nämlich überall, an jeder Ecke, egal wo du hinfährst, kommt irgendein Pisser aus dem Wald und schießt dich an. Ständig. Alle 2 Minuten. Gott, ist das nervig. Und das Gute ist halt, du gehst da rein und die erste Stunde ist wirklich super gut gemacht von denen. Die nehmen dich dahin, erzählen dir die Story super schön. Du kletterst auf einen Turm. Die machen einen Witz draus und du lachst dich kaputt und denkst so, ja. Hey, endlich habt ihr das Spiel gut gemacht. Dann fährst du in die erste Gegend und dann kommst du in die zweite Gegend und es ist immer noch dieselbe Scheiße. Alle 2 Minuten kommt irgendein Drecksauto mit irgendeinem scheiß Pfeil auf den Kopf und jedes Haus, wo du hinfährst, schießt dich irgendeiner an. Du willst eigentlich nur deine Quest machen. Du willst eigentlich nur deine scheiß Quest machen, aber sie zwingen dich einfach dazu, weil du könntest ja vorbeifahren. Ne? Könntest du ja machen. Bringt dir ja nichts, weil sie dir dann hinterherfahren nonstop. Es hat sich nichts geändert. Also, sie haben die Minimap abgeschafft, okay. Die Map sieht aus wie aus Wildlands. Haben sie dann da auch übernommen. Und weiter habe ich es nicht geschafft. Weil mir das so tierisch auf den Kranz geht. Das ist eben das, was mir an solchen Spielen nicht gefällt. Dass dir wirklich alle 2 Meter irgendwer auf den Keks geht. Und ja, du überhaupt keine, du hast deine Freiheit. Du kannst machen, was du willst. Aber selbst wenn du nur die Hauptstory machen willst, hast du immer noch weiße Autos, die auf dich zukommen. Oder vor dich fahren. Oder Straßenposten, die dich aufhalten. Und du willst eigentlich nur zu deiner Quest fahren. Und auch wenn es nicht auf der Map verzeichnet ist, ist die Scheiße immer noch da. Und es ist in meinen Augen, auch wenn sie schöne Änderungen gemacht haben, und da gebe ich dir recht, dass sie sich im Gegensatz zu 4 und auch Primal verbessert haben, definitiv, ist es immer noch deren Grundformel. Nur ein bisschen hübscher verpackt.
Ja, das stimmt. Und das reicht für mich einfach nicht aus, dafür 60 Euro auszugeben. Wobei, den Punkt, den du ansprichst, den habe ich halt eben auch gesagt. Ich finde es tatsächlich eben deswegen ja auch schwer zu streamen, weil im Open-World-Spiel, wie jetzt, was weiß ich, ein Witcher oder so, kannst du irgendwo mal stehen bleiben und es passiert halt nichts. Das gibt es tatsächlich in Far Cry eben gar nicht. Und ich frage mich, warum sie das halt machen, dass halt wirklich jede, also mit 2 Minuten hast du sogar jetzt schon gesagt, das ist hochgegriffen. Ich würde sagen, das passiert alle 30 Sekunden was. Du kannst nicht einmal die Straße entlang gehen. Ich wollte irgendwie einen Dachs-Biber-Bär jagen, bin halt ausgestiegen. Dann kam das nächste Auto, hat mich platt gefahren. Dann habe ich das Auto abgeschossen. Während der Zeit, wo ich das Auto abgeschossen habe, kam das nächste Auto. Die sind ausgestiegen, die musste ich auch noch platt machen. Ende vom Lied war, ich hatte irgendwie ein Massengrab von Menschen. Den Dachs, den ich fangen wollte, der ist abgehauen, weil den konnte ich nicht jagen. ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Ob sie halt denken, dass es den Leuten zu langweilig ist, sich mal von A nach B zu bewegen, wo zwischendurch nichts drin ist und einfach nur mal die Landschaft anzugucken, wie in Zelda oder so. Und die davon ausgehen, dass irgendwie der Spieler eine Aufmerksamkeitsspanne hat, weiß ich nicht, vom Hamster auf Valium oder so und dann instant einschläft, weil nichts passiert. Mir ist es auch zu viel. Das könnten sie ein bisschen entschlacken. Aber ich sag mal, es muss ja irgendwie eine Umfragegruppe geben, dass die viele Leute das voll toll finden, weil halt Action nonstop, wie im Michael Bay-Film. Fährt immer einer vorbei, einer schießt immer. Weiß ich nicht, ist auch nicht unbedingt meins. Die Fokusgruppe. Ja, eben. Mit der Ubisoft immer arbeitet. Denen gefällt es ja scheinbar. Also, ja. Ja, ist ja auch okay. Die Story ist ja auch geil. Also, die Story ist mega gut. Also, auch das ganze Szenario ist echt cool geworden. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt die Wogen glätten will, sondern weil ich es wirklich gut finde. Sonst hätte ich es ja auch gar nicht angefangen zu spielen. Halt einfach nur Ubisoft-Formel. Bin ich verschwunden? Du stehst ja. Standbild, ja. Bei mir auf jeden Fall. Okay. Muss dann mal neu laden. Ja, das ist der Rückblick quasi vom letzten Monat der Games, die wir angeteasert haben, beziehungsweise previewed haben. Oder habt ihr noch was zu dem Rückblick? Nö. Dann kommen wir zum Ausblick. April. Ich bin auch da, by the way. Ja, wir sehen dich nur nicht. Mal gucken, aber wir hören dich. Dann. Du bist aber jetzt ganz schön in die Breite gegangen. Starke Bubis, also. Ja. Hey, was versuchst du hier? Entschuldigung. Was, habe ich was verpasst? Ja. Ja, der Stream war sehr, und ich sag mal, unvorteilhaft geschnitten. Aha. Verdammt. Okay, ich glaube, wir sind wieder da. Technik, die begeistert. Oh. Keine Ahnung. Da war einfach. Was habt ihr denn da draußen, Chat? Wie war denn für euch der Monat? Was habt ihr für Dinger mitgenommen? Ich meine, wir haben ja jetzt unsere aufgezählt. Wie seht ihr das denn? Chat. Seid ihr jetzt Far Cry supergeil? Ni No Kuni Ass rein? Ja, oder das Highlight des letzten Monats quasi. Was, ja. So euer, was war Highlight, euer Highlight? War? Genau. Fragen wir es mal so. Oh ja, PC-Building-Simulator habe ich auch noch gespielt. Wobei Bloodborne haben tatsächlich auch viele gespielt, weil es im PlayStation Plus halt war. Da gab es ja auch so eine neue Welle von Leuten, die es noch nie gespielt haben, von Leuten, die es nochmal wieder besucht haben. Das habe ich auch sehr oft auf Twitch halt gesehen von vielen. Ich habe selber immer abends ein bisschen gespielt und habe das DLC endlich durch. Und, wie fandest du es? Einfacher definitiv als Dark Souls 3, aber ich habe Dark Souls 3 natürlich vorher gespielt. What? Aber... okay. Na, also ich habe bei Dark Souls Bossen habe ich wesentlich länger gehangen als jetzt hier beim Orphan of Kos. Ja. Also das war, muss ich sagen, war so mitunter fand ich eines der schwierigsten Bosse, muss ich sagen. Ich finde, das Spiel gibt einem mehr Tipps die ganze Zeit, wie man es halt lösen kann. Und dann, also, und es hat halt nicht so viele von diesen Doppelbossen. Die Doppelbosse in Dark Souls sind es halt, die immer sehr, sehr nervig sind. Aber Bloodborne so, haben immer noch. Fortnite haben wir noch. Ni No Kuni. Rainbow Six Siege. Durchwachsen. Also einige spielen Ni No Kuni, ein paar Bloodborne. Einige spielen Far Cry, habe ich schon gesagt. Way Out haben auch schon ein paar gespielt. Pizza Connection hat gar keiner aufgezählt. Also es ist durchwachsen. Ja, also nicht so der einsticht unbedingt raus Monat gewesen im Ernst.
Ja, es kam ja auch kein Horizon Zero Dawn raus. Nö. Aber vielleicht nächsten Monat. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir spielen viel zu viel. Ich glaube, also manchmal habe ich so das Gefühl, ich spiele viel zu viel. Wenn ich mir so angucke, manche Leute brauchen viel länger für Spiele. Die hängen da wochenlang dran. Ne? Naja gut, aber das kann man ja eigentlich einfach dann auch nur mit dem Zeitfaktor erklären. Ich gehe mal davon aus, wir spielen dann mal ein Spiel, je nachdem wie lange ein Stream ist, zwischen 5 bis 10 Stunden am Tag. Während halt vielleicht ein anderer Mensch nach der Arbeit mal 2-3 Stündchen maximal spielt, wenn es hochkommt, weil es halt eben, in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, nur ein Hobby, mit vielen anderen Hobbys vielleicht. Also ich sag mal, so über 50% der Spiele halten bei mir auch nicht länger als 2-3 Stunden am Tag. Die kommen dann nur auch nicht wieder. Ja gut, das ist ja dann, weil es nicht gefällt oder nicht triggert oder whatever, aber ich gehe ja davon aus, jetzt mal vom Spiel, was halt durchspielen willst. Oh, stimmt. FIFA habe ich auch gespielt. Ich habe den Story-Modus von FIFA durchgespielt. Muss man ja als Dortmunder momentan halt, wenn man noch seine Mannschaft gewinnen sehen will. Fangen wir jetzt Fußball auch noch an? Ich muss mir gerade auf die Zunge kneifen. Entschuldigung. Hallo. Oh nein, ich spiele den ganzen Tag Videospiele, aber sag bloß nicht Fußball. Nein, nein, du kommst aus Dortmund. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ja, Mensch. Ich weiß. Und ihr seid aktuell einfach tatsächlich die bessere Mannschaft. Ja, das ist auch nicht schwierig. Ergebnis vom Wochenende. Ich glaube, selbst Hamburg ist momentan besser als Dortmund. Egal. Ich wollte Agony spielen. Ach, stimmt. Das konnten wir alle nicht spielen. Weil, das hat man ja noch gar nicht gesagt, ist ja auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wobei ich nicht weiß, was unbestimmt heißt. Also, ob sie es nochmal überarbeiten, weil es waren ja doch einige deftige Szenen drin. Also, wer das Spiel nicht kennt, spielt in einer Häuse. Was? In der Hölle, so an Dantes Kreis der Hölle angelehnt. Ja, sehr viel Nude-Content, sehr viel Gore-Content. Waren schon Fragen, ob man es überhaupt dann auf Twitch halt vielleicht streamen darf. Und ja, letztendlich die Frage wurde abgenommen, weil sie einfach gesagt haben, oh ja, wir wissen nicht, wann rauskommt. Sollte, wie gesagt, zum Ende letzten Monats erscheinen und ist dann erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Zwar schade, aber ja, mal schauen. Keine Ahnung, ob es noch kommt, wann es kommt, wie es kommt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich würde gerne wissen, warum es verschoben wurde. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Probleme gibt mit, was darf gezeigt werden. Wie gesagt, so Kinderklamotten waren drin und. Also alles schwierige Themen. Aber schon, also schon harter Tobak, ne? Also so Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, so. Ja, vielleicht, genau deswegen. Also, ich bin mal gespannt. Und dann halt eben die Frage, ob sie es halt dann eben schneiden wollen, um halt eine Freigabe zu erhalten, oder ob sie sagen, nee, wir schneiden es nicht, dann wird es vielleicht initiiert oder was weiß ich. Halt schwierig. Ja. Da bin ich ja jetzt so ein bisschen, ne, so in der Schweiz interessiert mich das nicht, ob die das indizieren oder nicht, von dem her. So, katsching, da. Naja, indiziert heißt nur, dass es nicht verkauft werden darf. Ja, beziehungsweise beworben werden darf. So. Ne? Darf nicht im Laden stehen, aber kaufen darfst du es ja trotzdem. Aber wenn, ja, ich bin gespannt, wenn es dann mal kommt und ob man darf, weil ich finde es, würde es sehr, sehr gerne spielen. Ja. Ausblick, was kommt nächsten Monat? Gerne. Springen wir rüber. Ich werde übrigens Agony nicht spielen. Eine zarte Pflanze. Oh, nein. Gott, komm, Markus. Das nächste Spiel. Nenn gleich das erste aus der Liste, damit ich noch weiter meckern darf. Ja, ist doch für dich. Ist für dich. Du hast VR. Du findest VR toll. Du willst mehr VR-Spiele. Es gab's noch nie. Skyrim VR. Oh, für den PC. Oh, yes. Nice. Endlich mal wieder Skyrim. Woo. Endlich hat Bethesda sich mal wieder was Neues getraut. Und dann... Für danke, den PC. Markus, du rettest mir den nächsten Monat. Perfekt. Mit allen 3 DLCs vielleicht auch noch den übernächsten. Oh. Und nochmal 60 Euro. Ja. Ja. Stark. Die wissen, wie es funktioniert. Ja, war ja PlayStation Exclusive. Wurde gebundelt verkauft mit der PlayStation VR. Ist jetzt ausgelaufen, der Exklusivdeal.
Deswegen kommt es jetzt am 3. für die PC-Benutzer mit ihren Headsets. Und ja, ich hab's für die PlayStation VR, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht mal ausgepackt, weil so ein Spiel in VR, was 100.000 Stunden geht, ich weiß nicht, wann ich das jemals spielen soll. Ich werde irgendwann mal reingucken, aber ich werde es definitiv nicht komplett in VR durchspielen, weil ich kriege halt teilweise auch Motion Sickness. Also das wäre ein Projekt, ich glaube, das würde ich in Lebzeiten nie durchspielen. Also nicht in VR. Ich weiß halt nicht, was Skyrim in VR halt bringen soll, ehrlich gesagt. Ich glaub, da naja, das, was Spiele halt viele VR-Gamer halt haben wollten, ein Spiel, was halt nicht nur 6 Stunden geht, eine große Open World, halt ein Spiel, nicht quasi eine Tech-Demo. Und okay, das ist halt Skyrim nicht. Also das kann man dem Spiel halt nicht vorwerfen, dass es halt nicht lang gehen kann, wenn man halt viel erkunden und questen will. Nö, Skyrim ist ein gutes Spiel. Ich hab's damals in 2011 sehr gemocht. Da habe ich aber auch Skyward Sword von Zelda gemocht, glaube ich, oder Demon's Souls. Also ich glaube, auf kurz oder lang, was das Spiel bringen soll, ist, glaube ich, erstmal Geld. Weil steht Skyrim drauf, kauft jeder Idiot. Und Bethesda muss kein Spiel entwickeln. Um das jetzt wirklich mal böse zu sagen. Entschuldigung, natürlich seid ihr da draußen keine Idioten, ihr seid einfach nur Fans davon. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, Verzeihung. Aber wer, was... Boah, ich stelle mir das mega anstrengend vor als VR. Also so richtig mega anstrengend. Und das Ding ist, es kostet wirklich 60 Euro. Ja. Es kostet wirklich 60 Euro. Das letzte Rauschen ist weg. Ach shit, hätte ich mal nichts gesagt. Danke. Ja. Das Gute an der Sache ist aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber, ich hoffe, ich habe ja nur schon ein paar VR-Spiele gespielt, ich hoffe, dass du wirklich durch die ganze Welt laufen darfst. Und nicht nur wie in anderen VR-Spielen. Weil dann, wow. Wie in anderen VR-Spielen. Naja, wenn du in anderen VR-Spielen ist immer mit durchteleportieren und so ein Quatsch. Und schlauchförmig und nichts mit Open World. Nee, Skyrim kannst du auch nicht. Das ist Skyrim. Du. Also es gibt verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, die du halt nehmen kannst. Es gibt Teleportation, haben sie natürlich eingebaut für die Leute, die halt eben mit freier Locomotion halt eben sonst Motion Sickness kriegen, aber du kannst auch ganz normal dich frei bewegen. Ja, das ist halt eben die Frage, wie groß ist das? Skyrim. Na, Skyrim. Skyrim. Komplett, ja? Ja, sicher. Gekürzt, gar nicht. Nein. Mit allen 3 DLCs. Grafisch sieht es halt ein bisschen seltsamer aus, weil es halt VR ist. Ja, aber dann ist das auf jeden Fall, also dann muss man dazu sagen, auch wenn es schon wieder Skyrim ist, ist das wahrscheinlich das erste große Spiel. Ja. In VR. Genau. Ist nicht Doom VR schon? Ja, das ja, ist aber deutlich ist gekürzt. Schlau. Ah, okay. Das ist ja schlau. Ja. Aber so richtig groß alles in VR? Ja. Why not? Ich meine, ja, man hätte sich ja auch ein anderes Spiel nehmen können. So wie Fallout 4. Ach so, ist ja auch. Das soll noch kommen. Das ja, soll ja, noch ich kommen. Weiß, das haben sie ja nur jetzt jedes Mal irgendwie verschoben. Ich habe damit schon wieder so meine Schwierigkeiten. aber Moment. Wenn ich es jetzt auf Steam habe, muss ich es mir dann trotzdem für 60 Euro kaufen, nur um es für VR zu spielen? Ja. Ja, ganz genau. Das haben sie schon bei der PlayStation so gemacht. Die VR-Version, Vollpreis noch einmal. Yep. Und das finde ich nämlich ein bisschen frech. Und das suggeriert mir nämlich, was machen sie mit dem Franchise Skyrim und Fallout? Und das ist einfach nur, hoho, ihr kleinen Zitzis. Kommt her, ihr werdet schön gemolken, ihr Schweine. Gebt mir euer Geld. Jawollo. Auch wenn das gut ist. Aber Skyrim, los, rennen die heute, Jungs. Es geht los. Also ich habe jetzt mittlerweile 100 Euro, glaube ich, ungefähr. Ich kann es nicht jetzt gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, für Skyrim ausgegeben. Für Skyrim, für alle Mods, von denen es, glaube ich, 3 gab. Ne? 2 Story und einmal Haus bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dann nochmal die Special Edition, die dann nochmal 20 Euro gekostet hat, wenn man das Spiel schon gehabt hat. Also so Pi mal Daumen 100 Euro. Und wenn ich jetzt auch nur mit einer Brille spielen möchte, muss ich immer noch
muss ich dann 160 Euro insgesamt für Skyrim ausgeben. Jo. Nein. Jo, genau so sieht's aus. Also selbst ich habe ja schon Game of the Year und ich habe das normale, die Edition schon und ich muss immer noch 60 Euro bezahlen. Ich habe Skyrim 4-mal und ich habe es noch nicht gespielt. Ich hab's, glaube ich, einmal angefangen. Auch hier muss man sagen, es ist nicht schlecht. Nee. Skyrim ist nicht schlecht. Skyrim ist das letzte gute Rollenspiel, das Bethesda jemals machen wird. Und deswegen melken sie es so, weil sie schon wissen, dass die ganzen guten Schreiber, Quest-Entwickler und so alle schon weg sind. Die arbeiten schon alle längst für andere Firmen. Und da sie keinen Elder Scrolls 6 mehr vernünftig rausbringen werden, weil das halt die gleichen Probleme haben wird wie Fallout 4, einfach, dass die Story kacke ist, nur dass halt die Story bei einem Elder Scrolls viel wichtiger ist als bei einem Far Cry, müssen sie halt... Story? Bitte? Bei Far Cry ich glaube, er meinte Fallout. Fallout. Sorry. Ja, ich habe aus Versehen. Nee, ich habe ihn schon verstanden. Fallout 4. Naja, halt, ne, das, was so ein Rollenspiel halt an Story braucht. Das Minimum. Mit irgendwelchen Entscheidungen, die man selber fallen muss, die aber irgendwie alle nur auf das Gleiche hinausfallen, aber auch eigentlich hat man gar keine Freiheiten und so weiter. Das Einzige, was Bethesda eigentlich machen kann, nur noch, um ein neues Spiel rauszubringen, das wirklich gut ist, ist sich Obsidian kaufen und die Schreiber von denen halt anstellen, ein neues Spiel zu entwickeln für die. Aber Obsidian macht ihre eigenen Spiele, mit denen sie erfolgreich sind. Deswegen kam auch kein New Vegas für Fallout 4. Und ja, schade, Bethesda. Bethesda ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Spielefirma, die einen besseren Job als Herausgeber, also Publisher macht, als Entwickler. Wobei man das jetzt vielleicht dann nur vom Spielegeschmack sagen kann, weil die Spiele verkaufen sich ja trotzdem, die sie machen. Natürlich. Haben gute Marketing. Abteilung. Nee. Das ist das, was immer passiert. Oh Mann. Wisst ihr noch damals? 1986 auf der Couch, du? Als wir noch Mario gespielt haben? Mann, das ist ja geil, ne? Das hätte ich heute gern nochmal. Hey, wollt ihr Age of Empires Remastered spielen? Wir machen nichts Neues. Hier, Age of Empires Remastered, der dritte Teil. Wollt ihr es nochmal kaufen? Oh, das war früher so toll! Juhu! Und bei Skyrim ist das, glaube ich, dasselbe. Diese rosarote Brille, ich kann das verstehen. Ich habe ja auch schon Skyrim gespielt und ich habe sehr viele Leute gehabt, so, boah, das ist mega toll. Das ist Wahnsinn. 2011 war das wahrscheinlich der Shit. Oder wann ist das raus? 2010? 2011 ist Skyrim. 2011 war das wahrscheinlich der Shit. Und heute kannst du mit Mods, kannst du ja ein komplett neues Spiel erfinden. Das blanke Spiel? Einigen wir uns auf alt. Ich habe mir das zum Geburtstag damals gegönnt, die Collectors Edition, und dann konnte ich es nicht spielen, weil ich Besuch von meiner Schwiegermutter hatte. Und saß am Küchentisch und habe Kaffee und Kuchen und bla 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 und habe immer so auf die Collectors Edition geguckt. Ich will doch nur Skyrim spielen. Stefan war arbeiten und ich musste mich unterhalten. Ich erinnere mich gut. Hättest du einfach rausschmeißen können. Oh, ich hab so eine Bauchschmerzen, der Kuchen war scheiße, ich hab den Pfiff und dann wären sie gegangen. Hallo, sind vielleicht ein paar Kilometer dazwischen. Ach so. Verdammt. Hättest du gesagt, Schweiz? Du musst auf Toilette. Ja, ich war lange ich auf der Toilette. Ich bin in 3 Stunden wieder da. Ich musste so doll speien, Großmutter, ja, tut mir aber leid, jetzt, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Jetzt hast du ja das ultimative Argument geliefert, warum Skyrim für die Switch toll ist. Da kannst du es 3 Stunden beim Kacken auf dem Pott spielen. Ja, das gab's aber am 11.11.2011 noch nicht. Ja, das stimmt. Mann. Go, Skyrim für die Switch. Auch mobil beim Geschäft unterwegs. Das nächste Spiel, werte Freunde da draußen. Ihr habt doch bestimmt schon mal von Attack on Titans gehört. Lasst uns doch mal ganz kurz, das würde mich mal interessieren.
Was? Wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr Bock auf Skyrim VR? Seid wirklich ehrlich, wenn ihr Bock darauf habt, so immer raus damit. Habt ihr Bock auf Skyrim VR? Weil Skyrim VR, soweit mein Wissensstand ist, ist das erste große Spiel, wo du komplett dich in dem Universum bewegen kannst. In riesig. Und das wäre schon geil. Naja gut, vielleicht muss man die Frage noch differenzieren für die Leute, die bereits VR haben. Weil die System Frage ist, wie viel von den Leuten, die jetzt Nein schreiben, haben auch VR? Ja. Weil ich glaube, ja, das allein ist ja auch... Ja gut, es geht ja so erstmal um den Bock. Und danach, wir können ja jetzt nochmal das, danach nochmal deine Frage stellen. Also so der Grundton sagt, nö. Lasst euch nicht von uns beeinflussen. Wir sind blöde Influencer. Sprich für dich. Du auch, du empfiehlst Ni No Kuni. Ich habe Ni No Kuni nie mal gespielt. Doch, den ersten. Den ja, meine ich ja. Sonst hätte ich zwei gesagt. Ey, aber dann ist ja jeder hier Influencer. Weil jeder empfiehlt Sachen, die er mag. Eben. Ich bin keine Instagram. Wow. Frau. Hey, Milka-Schokolade verkauft. Wurde ich als Insta-Bitch beschimpft, weil ich jetzt Instagram-Stories mache, okay? Jo, verkaufst du Milka-Schokolade? Nee, ja, siehst du. Aber Spezi. Ich trinke mein... Aber du wirst von Paulana nicht bezahlt dafür. Weißt du's? Hoffe nicht. Ich hoffe nicht? Ja. Nichtsgönner. Du bist ein Nichtsgönner. Nein. Mag nicht also in Ordnung. Und wenn du von Paulana stimmen dafür? Wenn du von Paulana bezahlt wirst und nirgendwo sagst, dass du bezahlt wirst, dann ist das gegen meine moralischen... Was? Worum geht's? Okay. Paulana Spezi! Wer hat VR und möchte gern Skyrim VR spielen? Danke ich Paulana Spezi für die VR. Das wäre doch was. Gut, die Frage, Ja und ja, ja und ja, kein VR, also kein Skyrim. Ah, das ja, Nicht spielen, ja und nein. Oh. Kein 60 Euro. Entschuldigung, Berenice, hi. Ich hab dich vermisst. Ich hoffe, dir geht's gut. Entschuldigung, ich muss das loswerden. Ich vermisse den Typen, Mann. Ich weiß nicht, wie es dem geht. Oh. Entschuldigung, macht mich wahnsinnig. Ist das dein Kontaktmensch bei Paulana? Wer, Berenice? Ja. Das ist eine Underground-Beziehung. Okay, also, ja. Die Frage hätten wir auch nicht stellen können. Ich habe mehr Grillenzirpen gehört, als das... Von ja, ganz ich glaube, das VR-Thema ist halt noch so ein bisschen Early Adopter. Es gibt halt nicht wirklich viele Verkaufsargumente, also quasi System Seller. Das heißt, du gibst viel Geld für die Plattform aus und dann gibt es wenig Spiele. Wenn man tatsächlich jetzt, meine Meinung, normale klassische Spiele... oder besser gesagt, die VR-Spiele wie normale klassische Spiele bewerten will, das funktioniert im Moment noch nicht, weil die sind alle deutlich kürzer, weil die meisten Leute halt nicht eine super lange Zeit in VR halt verbringen können. Natürlich klingt es dann auf den ersten Blick erstmal Preis X, der sehr hoch ist, für eine Spielzeit von 4-5 Stunden. Aber das, was ich jetzt gemacht habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Motion Sickness kriegst, das reicht mir aus, um so ein Spiel zu spielen, weil danach ist erstmal gut. Also danach bin ich gut fertig und 4-5 Stunden in VR reicht, das fühlt sich super intensiv an. Da brauche ich halt kein Spiel, was tausende Stunden geht, das würde ich nie beenden. Das würde mich in Skyrim nämlich eher abschrecken. Deswegen sind die VR-Erfahrungen halt gänzlich anders zu bewerten als normale Spiele. Und jeder, der das nicht irgendwie mal ausprobiert hat, ist halt schwierig. Das muss man erstmal selber mal sehen und fühlen, wie sich das anfühlt. Und tatsächlich Spiele, die ich normal ohne VR niemals spielen würde, machen in VR Spaß, weil es halt eben deutlich mehr Immersion halt hat. Rennspiele, Weltraumspiel. Zum Beispiel. Sehr, sehr cool. So Rätselspiele gibt's auch. Auch sehr, sehr cool. Da gibt's jetzt gerade eins, das heißt Escape Room. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das macht schon Bock. Oh. Und ich spiele Day of Billions. Warum spiele ich nicht Escape Room? Ich hab doch schon so ein blödes Ding. Ah, Mann. Okay, ja. Oh, yeah. Third Person, glaube ich. Muss noch bekannt werden, dass es tatsächlich gut funktioniert in VR. Dann könnte es was löst werden. Das Problem der Motion Sickness.
Naja, du bist ja im Prinzip dann eben der Beobachter von oben. Richtig. Ne? Und nicht derjenige, der über den Boden läuft. Und dadurch nimmst du halt das Problem weg. Genau. Mit der Motion Sickness. Für manche, nicht für alle natürlich. Ja, aber ich sag mal für den Großteil. Das Ding hier einfach nur vorne zu haben und die kriegen schon Motion Sickness. Da frage ich mich, wie guckt ihr Videos auf YouTube? Auf dem Handy meine ich. YouTube-Videos auf dem Handy. Die klemmen sich nicht das Handy in die Brille. Naja, aber da kriegt man doch schon Motion Sickness. Also. Was? Hm? Du hast noch nie Motion Sickness gehabt, oder? Nee. Merkt man. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil ich kenne das auch nicht, glaube ich. Ich habe es ganz dolle, wenn es in Spielen, wenn man zum Beispiel mit einem Auto fährt und eine Brücke kommt. Das ist für mich, wenn das so auf mich zukommt, dass ich mich automatisch wegducke und die Augen zumache, weil das, mir wird dann übel. Wenn ich die Kamera, es sind so seltsame Einstellungen und dann habe ich das so und dann wird mir schlecht. Also ich vergleiche es mit Reisekrankheit. Also ich kann halt zum Beispiel nicht als Beifahrer im Auto nicht auf die Straße gucken. Solange ich auf die Straße gucke, ist alles super. Gucke ich auf mein Handy und will eine SMS schreiben oder was auch immer, wird mir schlecht. Kann ich im Handy nicht im Auto nicht machen als Beifahrer. Und dasselbe habe ich im VR. Wenn mein Kopf sich nicht bewegt und ich mit dem Stick die Kamera drehe, geht nicht, wird mir übel. Das heißt, das kann ich. Wenn ich mit dem Kopf halt so mache, das geht, weil dann macht der Kopf das. Aber wenn ich das mit dem Stick mache, das geht nicht. Dann guckt der Kopf gerade, aber das Sichtfeld bewegt sich anders. Da wird mir übel. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Im Auto kann ich schlafen, rückwärts sitzen. Das macht Schlafen alles kann nicht. Ich, nur nicht auf Handy gucken. Ich kann mich nichts auf was anderes konzentrieren. Häkeln, lesen, ich kann Gut, alles das kann ich im nicht. Auto. Das macht mir gar nichts aus. Es ist nur, wenn ich eben die Kamera, wenn Dinge mir entgegenkommen oder im Wald, weißt du, und dann ist das so, das ist, da vertrage ich nicht. Das mit dem Stick finde ich übrigens extra geil. Mit dem Stick? Ja, in VR sich normal bewegen. Achso. Mit dem Controller. Das finde ich ist das Geilste an dem ganzen Ding. Nee, da wäre ich wahnsinnig. Doch. Das ist wie, weiß ich nicht. Gerade ist der Adrenalinkick oder so. Ich finde das unglaublich toll. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mich wie ein kleines Kind gefreut. Yeah! Yeah, geil, Alter! Nicht mehr teleportieren, endlich normal laufen! Das fühlt sich wie Schlittschuhfahren an so. Währenddessen du stehst. Das finde ich super gut. Nee, das ist nichts für mich. Nun. So, nochmal die Überleitung. Also, was heißt die Überleitung? Ich greife nochmal auf, wie ich angefangen habe. Der eine oder andere wird ja bestimmt schon mal Attack on Titan gesehen bzw. als Spiel gespielt haben. Am 10.04. kommt ein Spiel raus, was den Namen Extinction trägt und ist quasi das Gameplay von Attack on Titan ohne Titan, dafür mit Ogern. Also, das Spiel ist einfach... Ja, ich will jetzt nicht sagen geklaut, aber quasi geklaut. Hm. Moment, nur mit Ogern. Es ist das Gameplay von Attack on Titan? Ja, genau. Nur gegen Oger. Ja. Also es ist, sieht halt sehr interessant aus. Ich finde es, also wer halt eben nicht Anime verbunden ist und die Backstory von Attack on Titan nicht kennt, es ist quasi Attack on Titan mit Ogern. Halt eine andere Story drumherum und eben ein bisschen anderer Grafikstil, aber natürlich Slice and Dice, Körperteile abtrennen und nur tötbar durch einen Schlag in den Nacken und Enthauptung. Hat man ja schon mal gesehen. Okay, dann habe ich Attack on Titan noch gar nicht so dolle gesehen. Da muss man... Die sind doch alle nackig da und man haut da immer nur... Ich finde Attack on Titan super langweilig, als das Game mehr anzuschauen. Eben. Super aber die langweilig. Grundidee von Attack on Titan ist an sich gut. Das ist halt die Sache. Und deswegen bin ich gespannt auf Extinction. Ja, ich auch. Ich freue mich da nämlich drauf. Ich habe das mir vor ein paar Wochen, haben wir uns schon den Trailer im Stream angeschaut, ne, weil ich manchmal so, wenn ich gerade nicht weiß, was wir zocken, dann gehe ich in den PSN-Store und dann gucken wir so ein bisschen durch, was wäre denn interessant. Und dann habe ich das gesehen und ich so, das könnte aber spannend werden. Ich finde, das, was ich bis jetzt gesehen habe, macht mich ein bisschen an. Da habe ich schon Bock drauf. Ja. Und es sind nur zwei Spiele, wo ich diesen Monat drauf wirklich Bock habe und erzählt das dazu. Ja, und ich habe Attack on Titan gespielt und ich würde mir auch das angucken. Wie sieht halt eben nach Spaß aus, wenn das Gameplay halt passt, wenn sie dann noch ein bisschen Progression und Story drum rumwurbeln, why not? Also wie gesagt, bin halt gespannt drauf. Sie müssen nur das Motion Blur aus dem Trailer rausmachen, weil das ist echt garstig. Aber gut, das Video ist schon ein Jahr alt.
Ja, oder zumindest optional deaktivierbar, weil das sind auch Sachen, die haue ich sofort immer aus. Mich macht das auch wahnsinnig. Ja, aber wenn du es auf der PlayStation spielst, ist es nicht immer gegeben, nicht immer, dass du Motion Blur ausmachen kannst. Also, ich hoffe, dass es halt geht. Bei Motion, also es gibt keine Einstellung und ich verstehe nicht immer noch nicht, warum Entwickler es reinmachen, die nerviger ist als Motion Blur. Weil die schlechten FPS. Genau, ressourcensparend ist für die FPS, ganz genau. Ja. Und Geschwindigkeit suggeriert. Ja, ja, eben. Aber es sieht einfach hässlich aus. So. Ja, ja. Irgendwas ist immer. Aber doch, ich muss sagen, es sieht interessanter aus als Attack on Titan, weil ich persönlich störe mich, neben, dass die Story für mich halt nicht so ansprechend ist, an dem Artstyle irgendwie von Attack on Titan. Und das hast du hier halt eben nicht. Noch nicht mal, bei mir ist es noch nicht mal der Artstyle, sondern im Spiel, es ist egal, wann ich irgendwo in einen Stream reingeschaut habe und wie weit die in der Story waren, es sah für mich immer nach demselben aus. Hä? Okay, da unten sind die paar Häuser, super lieblos gestaltet und da ist der halbnackte Heini. Also es ist immer so, okay. Und das fand ich eben von der Gestaltung dieser Ogres und so, das finde ich schon sehr schön. Mir gefällt das drumherum, da hätte ich jetzt Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Also ich freue mich. Ich werde es mir angucken. Rüstungsteile abschlagen und 10. so, Vierte. Ne? Tatsächlich, ja. Vollpreis. Schon. Vollpreis? Also, ja, ich glaube, auf der PlayStation verlangen sie 59 Euro, also knapp 60 Euro. Also ist kein Indie-Game oder so. Okay, dann muss es aber... Okay. Das sah jetzt für mich tatsächlich ein bisschen mehr nach 30-Euro-Spiel aus. Nee. Aber wenn es 60... Dann muss es noch ein bisschen drauflegen. Da bin ich gespannt, was wir nächsten Monat sagen werden. Ja. Das nächste Spiel... Ein Piratenspiel, was man gegen andere Leute spielen kann. Im Multiplayer? Im Multiplayer, vielleicht mit Inhalt und Funktionen. Aber immerhin versprechen sie nicht vielleicht alles, weil es ist erstmal Early Access. Am 11.04. für den PC auf Steam. Maelstrom, ein Piratenspiel, geht in den Early Access. Vielleicht für alle die angefixt sind und enttäuscht sind von Sea of Thieves und weiter rumtrinken wollen, weil Rum vielleicht schmeckt. Maelstrom. Rum schmeckt? Rum schmeckt? Schmeckt rum? Nee. Rumkugeln? Rum schmeckt mit Sprite. Cola? Nein. Gar nicht. Nicht mal mit Cola. Rum schmeckt nie. Ja, jetzt sieht's auch der Chat oder die Zuschauer. Ja, Maelstrom. Wie gesagt, was es kostet, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Wie gesagt, 11.04. ist das Datum. Wer halt Piratenspiele mag und das eben auschecken möchte, vielleicht angefixt. Ja gut, aber es ist weniger... wollte ich Fortnite sagen. Sea of Thieves. Mhm. Man steuert halt Piraten. Das Schiff. Ja, Piraten halt. Eben. Also, das sieht ja mal ganz nett aus, ne? Ich glaube, ich werde das mal probieren. Weil ich habe gerade in dem Screenshot gesehen, man kann sein Schiff upgraden. Das heißt, es ist nicht sinnfrei, das zu spielen. Ja, also wie gesagt, und es ist halt erst Early Access, das heißt, es wird sich dann auch über die Entwicklung ja auch sicherlich noch was verändern. Aber eben deutlich anders angelegt eben als Sea of Thieves, na klar. Ich finde interessant, unten auf der Steam-Seite steht Metacritic 58, was ja schon sehr eine zerstörende Note ist eigentlich. Und wenn ich dann da draufklicke, hat es 0 Bewertung. Welches Spiel? Na, Maelstrom. Das Piratenspiel. Wie kann das denn jetzt schon bewertet sein? Ja, ja, eben. Auf der Steam-Seite steht eine Bewertung. Aha. 58. Uff. Und wenn ich dann auf Metacritic gehe, hat es 0 Bewertungen. Und hat ja, halt eben keine. Gab es vielleicht ein anderes Spiel, was mal so hieß, wo es aus der Datenbank gezogen wurde, was nicht passt? Keine Ahnung. Kann sein. Aber das hat auch schon eine Auszeichnung. Oh, von 2007. Tatsächlich, du hast sogar recht. Na, das ist natürlich doof, ne? PC Game 2007. Ey, das sieht so gut aus. Ich glaube, bitte, lass das nur stabil laufen und ein paar FPS haben. Bitte. Und Voice over IP. Oh, geil. Da kann ich endlich meinen Voice Changer benutzen. Oh, Mann. Ich warte ja immer nur, dass ich in Voice over IP spielen meinen Voice Changer benutzen kann. Dann alle verschrecken darf.
Vielleicht auch das nächste Spiel könnte interessant sein. Er hat mich nämlich auch an was erinnert. Und zwar am 12.04. kommt es raus. Hört auf den Namen Dead in Winland. Mochtet ihr Darkest Dungeon? Weil dieses Spiel sieht vielerorts in vielen Punkten exakt aus wie Darkest Dungeon. In, ich in manchen Punkten. Die haben doch die Assets komplett geklaut. Also so eine Analogie wie bei Extinction zu Attack on Titans, die sehe ich hier bei Dead in Winland zu den Kampfanimationen in Darkest Dungeon oder zu Darkest Dungeon. Also hat mich halt sehr, sehr dran erinnert. Ist halt quasi ein Strategiespiel, auch positionsabhängig wie Darkest Dungeon. Gibt halt eben Zwischensequenzen. Aber so die Kampfanimation, wenn du dir halt eben die Screenshots oder die Videos anguckst, das sieht alles aus, wie es ausgeführt wird, der ganze Artstyle. Sehr, sehr hart, Darkest Dungeon-mäßig. Im Wikinger-Universum, oder? Im Wikinger-Universum, richtig. Also der einzige Grund für mich, Darkest Dungeon zu spielen, der Artstyle fällt im Prinzip hier weg. Schade. Ja, wobei tatsächlich in den Kämpfen erinnert es halt sehr, sehr stark daran. Also diese Rubber-Dings-Animation mit den Effekten, die halt in Darkest Dungeon waren, die hast du hier halt eben auch. Und das hat mich halt eben sehr daran halt erinnert, dass es, ich weiß nicht, ob es absichtlich kopiert ist oder sehr stark daran angelehnt ist. Wahrscheinlich ist es daran angelehnt. Also wenn ich mir die Screenshots so angucke und den Trailer, hat es noch ein paar andere Modi. Ich meine, sie werden es jetzt nicht 1:1 übernehmen. Gehe ich mal von aus. Was? Was denn? Ey, Markus, hast du an der Wasserpfeife gezogen? Nee. Wo ist denn das wie Darkest Dungeon? Ja, guck dir ein Video an. In den Screenshots siehst du es ja, nicht. Ja, ich guck mir das Video an. Ich habe Darkest Dungeon 300 Stunden gespielt. Ich sehe hier nicht ein bisschen Darkest Dungeon drin. Echt nicht? Nee. In den Kämpfen? Nee. Nicht ein bisschen. Was? Vielleicht können wir jetzt sagen, dass das ein rundenbasiertes Kampfspiel ist. Vielleicht, ja. Aber dann war es das auch. Mich hat es sofort daran erinnert, ohne Witz. Ich habe, wie gesagt, das Video gesehen und dachte, okay, ist das jetzt echt eine Kopie? Was? Naja, du hast ein Lager, du musst, bevor du in den Kampf ziehst, auswählen. Du musst, bevor du in den Kampf ziehst, auswählen, welche Sachen du mitnimmst. Du ziehst dann in den Kampf und hast rundenbasiertes Kampfsystem. Die Kampfanimationen sehen halt eben aus wie aus Darkest Dungeon extrem. Ah ja, so wenn ich WoW in die Indie gehe, muss ich ja auch Sachen einpacken und bin noch mal am Lager. Ja, deswegen und ist ja auch jedes Jahr WoW. Oh scheiße, das ist von WoW geklaut? Fuck! Nein! Oh Mann. Come on, Leute. Was willst du ein Lager neu erfinden? Dass die Beischlaf machen und wir dann eine Erotik-Szene sehen, oder? Das gab bei Darkest keine Dungeon. So schlechte Idee. Was? Beischlaf gab's in Darkest Dungeon. Also, wenn ich jetzt wirklich mal... Außer du warst keusch. Ich sehe hier kein Darkest Dungeon drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, danke, dass du mir das gezeigt hast, Markus. Ich werde mir das sehr, sehr gerne angucken. Ja, bin ich gespannt. Weil es scheint auch vertont zu sein. Das war Darkest Dungeon auch. Ja, ausreichend vertont. Darkest Dungeon war ausreichend vertont. Es war sehr gut. Der Sprecher also, war Markus, episch. Manchmal frage ich mich wirklich, was du in deine Wasserpfeife machst da, ey. Gute Dinge. Das. Dinge, ja. Wahrscheinlich zu viel Weepgras oder so. Efeu der Illusion. Ja, genau, Efeu der Illusion. Das ist wie Katzengras, nur für Weeps irgendwie. Wow. Entschuldigung, hab dich lieb. So, dann reden wir doch mal wieder hier über ich find's witzig, dass tatsächlich genau 1:1 Darkest Dungeon ist. Und die sie hier nächsten Monat sitzt. Ah, ich hab mich geirrt. Ich muss zugeben, das ist tatsächlich wie... Das Kampf war geil. Battle Chasers ist dann auch wie Darkest Dungeon. Ist auch rundenbasiert und deine Kämpfe und der eine tut was und dann der andere. Nee, das ist wieder anders. Ja, ja, ist ja okay. Mach mal. So, jetzt muss ich fragen, am 17.04. kommt der 6. Teil von was raus, wo ich die ersten 5 nicht gespielt habe. Yakuza geht in die 6. Runde, beziehungsweise wird dann jetzt, ich glaube, es ist schon in Japan oder so erhältlich, wird jetzt dann im Westen halt erscheinen. Ich konnte mich nie durchringen, Yakuza zu spielen. Ja, soll ein gutes Action-RPG sein im Stil von GTA und solchen Spielen. Hat mich immer abgeschreckt, weil es komplett auf Englisch ist, sehr, sehr dialoglastig ist.
soll gut sein, offene Welt mit ziemlich, ja, ich nenne es mal Combat-Battle-Einlagen, eben, die man eben sonst eben nur aus Klopp-Spielen kennt. Plus halt sehr viele Minigames von Karaoke über Bowling, was man halt eben in solchen Spielen halt kennt, aber eben auf die japanische Kultur bzw. Popkultur halt eben angelegt. Und ich kann ja wirklich leider sonst gar nichts zu sagen. Hat es von euch einer schon irgendwie mal irgendein Teil gespielt? Ja. Yakuza ist einfach nur riesig. Und all das, was du in den anderen Spielen so teilweise irgendwo hast, ob das jetzt GTA ist oder ob das Sleeping Dogs ist oder sonst was, ist alles nur so teilweise. Yakuza ist einfach riesig. Du kannst da irgendwie alles machen. Könntest du vom Tisch runtergehen? Schon? Mega. Aber es ist halt super dialoglastig. Ne? Da sitzt du sehr, sehr oft 15, 20 Minuten und dann wird er erzählt und das muss man mögen. Die Kämpfe waren toll. Das ist, glaube ich, wieder eins dieser Spiele, wo ich jedes Mal, wenn ich den Namen höre, denke, ach ja, das sollst du ja nochmal spielen. Und es dann wieder vergesse. Und irgendwann, so in 10 Jahren, nachdem das Spiel schon rausgekommen ist, werde ich es dann spielen und mir denken, fuck, warum hast du es nicht eher gespielt? So, es gibt einfach immer diese Spiele oder auch bei Musik gibt es immer diese Alben, wo man eigentlich weiß, es würde einem gefallen, aber man kommt einfach nie in diesen Moment und dann irgendwann macht es Klick und man spielt es. Und das ist das beste Spiel, was man jemals gespielt hat. Genauso wird Yakuza bei mir wahrscheinlich ankommen. Und ich werde es wahrscheinlich trotzdem dieses Jahr nicht spielen. Sondern erst in 2028. Nee, ja, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Es sieht nicht ich glaube nicht. Nicht für mich. Das ist schon eine richtig gute Story. Oh nein! Oh nein! Wo hast du drauf geklickt? Ich hab gerade... Und verschwunden. Nein! Entschuldigung! Oh, das war meine Schuld. Ich musste gerade so lachen. Ich musste gerade so lachen, weil ich unseren Twitter gecheckt habe und dann kam mir ein Tweet. Hallo? Achso, oh. Hiya! Und dann kam mir so unter die Augen, der beste April-Scherz von Steam war Skyrim VR für 60 Euro auf der Startseite. Deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir darüber gesprochen haben. Entschuldigung. Yakuza, möchte noch jemand was sagen? Spielen werde es nicht. Das Yakuza, das muss man halt, nee. Das ist so groß und da ist so viel zu tun und ist halt komplett nur auf Englisch vertont. Ist mir zu groß. Ist mir, und das sage ich selten, aber ist mir zu groß. Da habe ich in der nächsten Zeit andere Sachen, die ich gerne spielen wollen würde. Nicht vertont. Nicht voll vertont. Bei mir eher das Problem nur komplett Englisch. Das ist anstrengend. Ich in beidem keine Probleme. Oh. Gut. 20.04. Slabby, gebe ich mal ab an dich. War dein Highlight des Monats? Oder soll vielleicht dein Highlight des Monats werden? Oh nein, ey, Markus. Was? Ist nicht meins, ist Labby's. Habe ich nichts mit zu tun. Spoilermann! Ich kann mich endlich in Papa einbauen. Nein, ich werde natürlich nicht den Roboter kaufen. Aber das Variety-Set gucke ich mir an von Nintendo Labo tatsächlich. Da bin ich gespannt, was sie da tatsächlich machen. Es ist halt für Kinder. So, normalerweise sage ich, wenn Leute bei Nintendo-Produkten sagen, das ist nur für Kinder, das ist ein Kinderspiel, dann sage ich, Klappe, Mann. Weil da kann man Spaß haben. Nintendo Labo ist offensichtlich halt für einen jüngeren Markt halt vermarktet. Das haben sie von Anfang an gemacht. Trotzdem bin ich gespannt. Also dieses Klavier gucke ich mir mal an auf der Switch. Das, glaube ich, könnte ganz interessant werden. Ich will sehen, wie du den Raketenrucksack da trägst. Das will ich sehen. Ja, den kaufe ich mir nicht. Da passe ich wahrscheinlich nicht rein. Musst du reinpassen. Der ist für 12-Jährige. Ich will das sehen. Ja, also zugucken tue ich auch. Ich werde es mir definitiv nicht holen. Nein. Weil ich mir da noch nichts drunter vorstellen kann. Also wirklich nichts. Also, das muss ich einmal im Stream sehen, wie einer damit Spaß hat. Und wenn der Slabby damit Spaß hat, könnte ich das vielleicht auch, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Chat, ihr müsst euch ganz kurz vorbereiten. Slapstick,
Das ist ein seltener Moment. Genieß ihn und halt die Fresse. Warte. Er möchte es auch hören. Schlag ein, Mann! Achso. Sehr gut, endlich. Ich dachte, du sagst jetzt, du liebst Nintendo oder so. Nein, ich will die Scheiße aufspielen, Mann! Aha. Ich will diese ollen Pappkartons kaputt machen. 70 Euro! Und dann zum Baumarkt gehen und mir Umzugkartons kaufen und das nachbauen. Gut. Weiß nicht wieso, aber ich habe Lust, die Pappkartons zu bauen. Obwohl das völlig bescheuert ist. Aber vielleicht muss man einfach mal so bescheuert sein. Hä, es ist vielleicht halt auch bescheuert, dich hinzusetzen und zu puzzeln oder halt so. Aber hey, trotzdem macht Spaß. Puzzle kann man sich an die Wand kleben. Oder Lego. Ja, und das kannst du, kannst du deine Switch reinbauen und damit verschiedene Sachen machen. Doch, geil. Ich habe halt nur ein Problem, weil ich bin einfach zu fett für die Kartons. Naja, aber wenn du die selbst nachbauen willst, könntest du sie auch in Greater Scale machen. Du musst es ja nicht 1:1 machen, du machst es dann einfach... Also ich meine, das Roboterkostüm wäre wahrscheinlich ganz cool, aber das würde über gerade mal die Mütze passen. Ich hab mir ja schon einen Plan überlegt. Ja? Ich habe ja hier sehr, sehr starkes Klebeband. Wollte mir das dann einfach nur so überall rankleben. Naja. Muss ich mal gucken, was Mutti sagt. Ja. Ich würde mir das anschauen. Ich kann mir das gar nicht so richtig. Ich muss das sehen. Oh! Nintendo Labo mit Mini-Kettensäge? Geil, das wird der abgefahrenste Stream, den ich je gemacht habe. Gummihammer, ich hoffe, du bist da! Oh, wir haben endlich einen Job gefunden für die Mini-Kettensäge! Yes! Das wird der Stream, Alter. Das wird der Stream. Der wird legen. Der. Ja. Wobei, Sali, wir beide am 20., wenn die beiden da was mit Labo machen, dann darfst du. Dann spielen wir mal was Richtiges. Geile Idee. Was denn? Ich freue mich so. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mehr als nur Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Also nach den Gameplay-Videos habe ich mehr als nur Angst. Es sieht so fremd aus. Mhm. Ich habe bei der Präsentation damals ein Tränchen in den Augen gehabt. Weil ich Kratos gesehen habe. Kratos. Es kommt God of War. Ich habe Kratos gesehen und ich so, Kratos, you are back. Ja, was ich bis jetzt sehe, ist so, ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Es ist der 7. Teil der Reihe. Mhm. Und da bin ich bin echt gespannt, ob mir das gefällt. Ich bin ja manchmal so ein bisschen... Ne? Alt, eingefahren, so, neue Dinge sind schlecht, ein bisschen Neues ist okay, aber nicht so viel auf einmal. Und das ist jetzt schon sehr viel neu. Ich bin sehr gespannt. Wie ist denn der Untertitel davon? Wie heißt denn das? God of War. Nee. Punkt. Ende. Echt? Heißt es nur God of War? Ja, hat keinen Untertitel. Das ist eine Neuauflage. God of War. Okay. Ja. Naja, also ich werde es auch direkt zu Release spielen. Freue mich drauf, hoffe, dass es kein Flop wird. Dass sie mal was ändern und was Neues probieren, finde ich gut, weil wir haben es eben jetzt schon 6 Mal halt gespielt. Wie gesagt, God of War 1, 2... Hattest du genug? Ja, die Frage ist, wie wollen sie es toppen? Es ist immer größer, schneller, weiter geworden. Gerade jetzt mit God of War 3 halt. Und Ascension war schon schlechter, fand ich persönlich als 3. Ja, das war nicht so. Was wollen sie da noch machen? Ist halt schwierig. Und deswegen finde ich den Weg gar nicht mal schlecht, jetzt was Neues zu probieren. Kann scheitern, kann aber auch geil werden. Oder besser gesagt, umgekehrt. Kann geil werden, kann aber auch scheitern. Vielleicht ist es so rum optimistischer statt pessimistisch. Ich werde es mir angucken und hoffentlich damit Spaß haben. Chat meint übrigens, das heißt God of War 4. Nein, der Trailer heißt Be a Warrior. Was? Das ist der Trailer-Name. Ah. Nicht das Spiel. Das Spiel heißt God of War. Also ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen abgeturnt vom For Honor-Kampfstil und Kampfgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von langsamem Kämpfen. Ich mag halt eigentlich an God of War eben dieses schnelle Kämpfen und dieses
ne, dass 200 Sachen auf dich zukommen und du gucken musst, dass du da irgendwie lebend rauskommst und nicht halt immer einer und dann steht halt zwar eine Gruppe von 12 Gegnern, aber es kommt halt immer nur einer auf dich zu, so wie ein bisschen wie bei Herr der Ringe hier, Shadow of War und Shadow of Mordor, dass dann eben, dass du dann, obwohl nee, da kannst du ja sogar auch noch ausweichen, also ich... Das Ding ist halt, das steht auch gerade im Chat, entweder wird es der totale Flop oder es wird hammergeil. Ein Zwischending wird es nicht geben. Ja, weil entweder wird es eine Hammer-Enttäuschung, weil, wie gesagt, alle Leute, die God of War mögen, mögen Hack and Slay. Ja, und das, wie gesagt, hat schon auch, ich würde fast sagen, mich erinnert so ein bisschen auch an Souls-like von der Spielart. Also eher so in dieses Genre. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt viele Fans halt sagen, ja, ist gar nicht meins, gerade die dann auch mit Souls-likes oder ähnliches nichts anfangen können. Umgekehrt kann ich dann vielleicht sagen, dass es vielleicht neue Leute gewinnt, die es vorher halt eben wegen Hack and Slay nicht gespielt haben, weil sie es nicht mochten, die davon halt eher angesprochen werden. Also es kann auch wirklich dann verschiedene Gruppen noch polarisieren. Aber es sieht schon verdammt gut aus. Ja, das auf jeden Fall. Absolut. Ja, ja. Pff, das ist auch eine Idee, nee, ne? Hat Sea of Thieves auch, ne? Just saying. Nee, ne? Oh Mann, ey, das kommt nicht auf PC, oder? Nein, Sony Exclusive. PS4 Pro, go, go. Ich hab keine. Ja, sag ich ja, go, go. Ja, aussehen tut super. Ich bin, also klar. Gibt ja diese blöde Special Edition PlayStation. Und am Tag, also am Release. Mhm. Das wird, ich bin sehr gespannt. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Ich möchte es jetzt nicht als Host-like betiteln, weil alles ist heutzutage Souls-like und irgendwie wie Dark Souls. Aber ja, wenn es nach Markus geht, schon. Naja. Es ist entweder JRPG oder Souls-like. Wow. Wow. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass so 90% des Spoiler-Alerts aus JRPG und Souls-like bestehen. Zwischendurch kommt noch mal ein Darkest-Dungeon-Klon. Ich fasse zusammen. Sea of Thieves war weder JRPG noch Souls-like. Ja, ist kacke. Schön. Ja, Mensch. Oh. Und das, was eben viele Leute machen, wenn sie eben tatsächlich versuchen, ein Souls-like selber zu programmieren, ist eben die Kämpfe zu langsam zu machen. Weil das brauchst du eben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann mal God of War rüberkommt. Aber hey, es kann natürlich gut sein. Kann man relativ einfach begründen. Weil, was halt eben From Software und vielleicht auch Team Ninja mit Nioh gemacht haben, je schneller der Kampf ist, desto besser und präziser muss die Steuerung sein. Hast du da halt Probleme, machst du den Kampf langsamer, dann hat der Spieler mehr Zeit zum Ausweichen und die Steuerung muss nicht so gut sein. Also es ist eigentlich nur ein Workaround für sloppy Arbeit. From Software hat es ja auch nicht direkt instant genailed. Die haben ja auch eine lange Reise halt gemacht, um dahin zu kommen, wo sie halt sind. Darf man halt eben nicht vergessen. Das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Genre, was halt eben eine präzise Steuerung halt braucht. Ja. Da bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, nach dem, was man aus den Trailern jetzt gesehen hat, weiß ich, dass es nicht irgendwie ein God of War wie früher wird, sondern irgendwas Neues. Und damit kann man jetzt, also mit dem Mindset kann man jetzt da dran gehen, dass ich halt nie wieder ein neues God of War bekomme, sondern eben da was Neues kommt. Und vielleicht überrascht mich dann doch und es ist ein gutes Actionspiel und die Story ist gut und das Kampfsystem, auch wenn ich wieder einen zweiten dabei habe und ich mag eigentlich diese Spiele nicht, wo man immer irgendeine nervige Töle neben sich herlaufen hat und mit ihr zusammenspielen muss. Hat er den Sohn gerade Töle genannt? Ja. Das ist schon bei Schweig still. Lass mich zocken, so. Warum muss ich dem Tipps geben, wann er irgendwie schießen muss, so? Lass mich doch einfach schießen. Nervt halt. Das war schon in den Naughty Dog Spielen immer halt das Nervigste eigentlich. Dass da halt immer irgendwer dabei lief. Und es sieht halt aus wie ein God of War von Naughty Dog, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut. Ist die PlayStation 4 Pro im Theme von God of War schon ausverkauft? Habe ich nicht geguckt, keine Ahnung. Die ist schon ausverkauft, willst du mich verarschen? Die Collector's Edition, auch ausverkauft. War das diese silberne? Ja. Ja, das ist genau silberne. Also weiß-silber, ich weiß jetzt nicht, ob genau weiß oder silber. Oh, schade, da gibt's ja doch keine PS4 Pro. Mm. Dafür hast du doch eine Switch. Ja. Ah ja, tatsächlich. Aber die See.
Dafür kommt ja was anderes dann 4 Tage später für dich. Ich habe eine gefunden. Jetzt halt mal kurz ein Beiflach, Freundchen. Ich freue mich auch auf God of War 4 und ich werde das wahrscheinlich noch viel früher als ihr spielen, weil ich dafür nämlich um 6 Uhr morgens aufstehe, okay? Wow. Freund Blase. Ich habe übrigens eine gefunden im Internet. Halt nicht bei Amazon, sondern bei Otto. Nein, da bestell nicht. Okay. Empfehlung geht nicht raus. Ah, okay. Da aber da gibt es noch eine. 480 Euro ist viel, aber gut. Uff. Weil, wenn es dann aus irgendeinem Grund nicht klappt, verschickt Otto Post. Briefe. Wöchentlich. Die in einem Briefkasten landen, wo drin steht, es tut uns leid, wir können es immer noch nicht liefern. Und das jede Woche über Monate. Wow. Ich dachte, die wollten mich trollen. Ohne Witz, Mann. Die können einfach nicht delivern. Okay, bei Mediamarkt gibt es die auch noch. Auch für 480 Euro. Hör auf jetzt. Ich will mir keine scheiß PS4 Pro kaufen. Ich habe schon eine normale PS4. Aber die ist halt... alt. Was? Halt alt. Dein Computer ist auch alt. 2 Jahre alt. Und ja. Hast du einen neuen geholt? Noch nicht. Siehst du? Hast du mal eine neue Kamera gekauft? Also, Mutti sagt übrigens ja. Was sagt Mutti? Ja. Gut. Ja, das Frauchen, das sagt, ist mir klar, weil dann kommt nämlich die andere PS4 nach drüben vor den Fernseher und dann, oh ja, jetzt. Chat! Guck mal, ich habe jetzt auch eine Konsole. Oh, Nils, darf ich mal deine Capture Card haben? Ich will super gerne mit PS4 spielen. Ja, ja. Toll. Jetzt muss ich wieder morgen losgehen und die Scheiße kaufen. Super. Toll gemacht. Mm. So, von Punks im Frost. Wow, der Chat bezeichnet meine Freundin als PS4. So weit ist es nun gekommen. Oh. Okay, Entschuldigung, weiter. Von Punks im Frost zu Frostpunk. Yes, das war das beste Spiel diesen Monat. Yes. Ja, dann sag doch mal was dazu. Frostpunk? Ja. Muss ich nichts zu sagen. Das War of Mine mit Schnee. Ja, okay. Das ist, ja, trifft. Echt? This War of Mine? Ja. Das sind die Macher von This War of Mine. Ja, aber das sieht mehr nach Strategie aus. Aufbaustrategie. Weil du keine Ahnung hast. Okay. Naja, letztendlich war This War of Mine ja auch Aufbaustrategie mit Ausflügen in Szenarien, wo du halt dann eben looten und Dinge mitnehmen musstest. Ah. Und so ähnlich ist das Spiel hier auch aufgebaut. Also tatsächlich... gehe ich davon aus, auch so, wie es dargestellt wird, wird es ähnlich moralische Entscheidungen halt haben, um halt ums Überleben zu kämpfen. Diesmal halt nicht im Krieg, sondern in einer Welt, die von der Kälte halt bedroht ist, die allgegenwärtig ist, wo man halt den Frosttod sonst stirbt und dementsprechend halt diese Stadt halt managen muss. Wie gesagt, sehr interessant. Das War of Mine war sehr cool. Kein Spiel für, sage ich mal, zarte Gemüter, was diese moralischen Entscheidungen halt angeht, weil das Spiel... ja, pack dich an Dingen an und lässt dich nicht ganz gut fühlen. Und wer das Spiel ja auch schafft. Kind wurde beim Arbeiten verletzt und dann musst du dich entscheiden. Ja, genau, solche Klamotten. Arbeite weiter! Für Peitschen ein oder so. Gibt's da nicht. Nur Ban Child Labor. Das ist mega gut. Das ist mega gut. Ich habe letztens gerade das War of Mine wieder gespielt und Ich habe Hoffnung. Das nächste Spiel fand ich ganz interessant, weil es ganz cute aussah und Koop spielbar ist. Für die eventuell dann nochmal Single oder Player Koop spielen wollen. Sword of Ditto heißt das Ganze. Ist ein RPG. Ein ziemlich coolen Artstyle, wie ich finde. Also ich mag den Grafikstil. Preis war nicht zu hoch. Das ist vielleicht ein Spiel, was ich mir halt irgendwann dann auch nochmal wieder angucke. Wie gesagt, warten wir mal, bis die Bilder da sind. Viel mehr kann ich nicht sagen. Ich fand es halt eben nur interessant, deswegen habe ich es da draufgepackt. Das ist das, was mich halt so getriggert hat. Ich weiß nicht, ob euch sowas anspricht. Mit rund 16 Euro relativ gering, aber es sah halt super süß aus. Sieht mal wieder aus wie dieses Spiel, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Wie hieß denn... Ach nee, ist egal.
Komm, bevor ich jetzt die ganze Zeit überlege, wie es heißt. Was mit den Rittern? Ja, genau. Ich weiß genau, welches du meinst. Ja, aber wie heißt es? Warte, das, man kann es zu viert spielen. Ja. Castle Crasher? Ja, Castle Crashers, genau. Castle Crasher. So sieht es nämlich aus. Und ich habe die immer angefangen, weil ich dachte, oh, das sieht ganz cute aus und lass mal zusammenspielen. Und nach einer Stunde saßen wir halt immer hier irgendwie mit Freunden und dachten uns, nee, irgendwie kommt nichts. Nee. Ja, aber hey, vielleicht ist das besser. Ja, also, eben. Also keine Gewähr. Ich fand es halt eben nur interessant. Ob es halt eben was wird, das könnte man dann halt erst nächsten Monat sagen, wenn man es mal anprobiert hat oder ausprobiert hat, whatever. Ja. Oh ja, und das ist von Devolver. Genau. Sehe ich gerade. Genau. Ja, zumindest also, published. Ja, gut. Devolver ist halt ein Publisher. Ne? Wir wissen schon, was sie publishen. Ja. Ja. Das nächste Spiel habe ich mitgenommen, weil es gibt immer noch Leute, die das... Was heißt immer noch? Das klingt so negativ. Also es gibt Leute, die spielen es gerne. Ich habe damit gar nichts zu tun. Das heißt tatsächlich sehr einfach gehalten Battletech. Halt ein Spiel mit Max und Strategie. Und da bin ich raus, weil das war nie meins. Gibt halt Leute, die das halt gerne spielen. Deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Ob das Spiel halt was taugt, weil es gibt da wohl ein riesiges Mech-Universum, wo ich mich tatsächlich null auskenne. Eventuell die sie der nicht so wissen. Das ist super gut. Aber es das ist Spiel nicht an sich oder Mechs? Ach so. Das Spiel an sich ist super gut, aber es ist leider nicht vertont. Und das ist, also das ist wirklich Zucker. Und das brennt mir wirklich in der Seele, weil ich müsste mich richtig hart durchbeißen, um das zu spielen. Weil das ist wirklich super gut. Ich habe mir das schon ein bisschen angesehen und es war so, wenn man Dialoge einfach wegklicken dürfte, ohne dass keiner meckert im Stream. Das wäre schön. Aber es ist wirklich unglaublich toll. Sieht sehr, sehr schön aus. So gar nicht meins, muss ich sagen. Es ist rundenbasiert, also fällt es für mich raus. Das ist gerade so das Schöne. Dankeschön, Dobbs, übrigens. Ich liebe rundenbasierte Spiele. Finde ich so schön. Es ist eins meiner Lieblings, wie sagt man, Genre, rundenbasiert. Nur leider sind in diesem Genre wenige Sachen vertont, was das immer schwierig macht. Weil ich brauche keine, also wenn die Sachen nicht vertont sind, brauche ich das wirklich nicht im Stream spielen. Das ist Quatsch. Ja, vielleicht müsste ich mir mal eine Soufflöse anschaffen. Das wäre eine gute Idee. Ein Textvorleser. Wow. Ja. Gar nicht meins, bin raus. Na gut, dann komme ich zu hoffentlich meinem Highlight im April. Ich kann es nicht sagen, weil ich das Spiel natürlich nicht kenne, weil es noch nicht draußen ist. Ich hoffe einfach, dass es geil wird und dann könnte es mein Highlight werden. Und zwar am 25.04. kommt es raus. Sinner, Sacrifice for Redemption. Das, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das schreit mich einfach nur Demon's Souls an und Demon's Souls als Indie-Spiel. Ein Indie-Souls-like, wenn man so sagen darf, mit der Optik von besagtem Demon's Souls, dem Erstlingswerk von From Software, mit dem Clou oder dem Twist, dass man in dem Spiel nicht auflevelt, um Bosse zu besiegt, um die zu besiegen, sondern delevelt, also runterlevelt, weil Sacrifice for Redemption, Opferung für die Erlösung, das heißt, du opferst Fähigkeiten und Punkte nach jedem Boss-Kill und wirst schwächer zum Ende hin. Interessanter Twist, kenne ich so noch nicht und das Ganze, wie gesagt, in Demon's Souls Optik, wenn es dann eben Souls-like Combat ist, könnte sehr, sehr geil werden. Könnte auch scheiße werden, werden wir rausfinden. Wie gesagt, ich habe da große Hoffnung halt drin. Hat mich halt getriggert vom ersten Moment, wo ich es halt gesehen habe. Nur auf PC? Ich glaube, es soll auch für die Konsole erscheinen, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Kann ich mal eben noch googeln. Finde die Idee mega interessant. Mhm. Das finde ich echt... Ich glaube, dass die PS4-Version schon später erscheint. Okay. Dementsprechend, da ich es aber relativ zeitnah spielen wollte, dann eher PC. Wobei steht 25. April, da steht jetzt aber nicht, welche Version. Also kann ich nicht hundertprozentig sagen. Wenn man es für PlayStation 4 haben will, einfach kurz vorher mal im Store checken nochmal. Ja. Das kann ich leider nicht sagen. Auch für Xbox und PC. Danach sollte es eigentlich dann zeitgleich sein. Aber ich habe es nirgendwo offiziell bestätigt gesehen.
Aber es hat keine Trash-Mobs, ne? Also es sind nur die 8 Bosse. Ja, zumindest dann... aus dem Paar, ein paar sahen so aus, als ob da ein paar dazwischen sind. Oder es waren Ads von Gegnern, also von Boss-Gegnern, das weiß ich nicht. Okay. Aber ja, es ist halt mehr Boss-orientiert. Ja. Ja, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ein paar Ads gibt's schon. Ja, das klingt tatsächlich sehr interessant. Mhm. Einfach dieses Umdrehen, dass du nicht hochlevelst, sondern runterlevelst. Frage ich mich, wie sie es hinbekommen. Also muss man dann irgendwie einen Skill auswählen, den man dann halt aufgibt? Oder verliert man das? Ist das dann schon vom Spiel vorgegeben, dass man immer schwächer wird? Beides hat halt Nachteile, aber gleichzeitig auch Vorteile. Deswegen. Also es soll laut Beschreibung halt einen Wiederspielwert haben, dass man halt eben die andere Herangehensweisen haben oder auch welche Bosse du in welcher Reihenfolge machst. Das heißt, du musst wohl selbst entscheiden, machst du den Boss X, weil der fällt dir halt schwer mit vollen Fähigkeiten oder machst du den als letztes, weil er dir super leicht fällt mit weniger Fähigkeiten. Das heißt, ist wohl deine Entscheidung, wie du das Spiel halt letztendlich dann spielst. Okay. Oder kannst du am Anfang schon alles abgeben und dann Soul Level 1 Run machen? Das weiß ich nicht. Keine Prinzipiell Ahnung. Möglich. Das werden wir sehen. Du musst ja im Prinzip jeden Boss auch mit am schwächsten töten können. So theoretisch gesehen. Schon, ja. Das ist ja dann die Schwierigkeit. Ich bin da werde ich auf jeden Fall gucken gehen und uns, wenn es dann für Konsole kommt, auch mal selber spielen. Ich finde die Idee einfach frisch und neu. Ja. Und es sieht hübsch aus. Fand ich auch. Okay. Cool. Busy? Ich hab's mir mal jetzt auf die Wishlist gehauen. Na, immerhin. Ich nehme alles mit, so, aus der JRPG. Ja. Das könnt ihr behalten, oder? Und zum Abschluss. Bloodborne war eigentlich auch ein JRPG? Was? Dark Souls? Ein J? Nee, würde ich als Action-RPG bezeichnen. Das ist ein RPG, das aus Japan kommt. Ein Action-RPG. Kein JRPG in dem Sinne. Ich sag ja. Irgendwann reden wir nur noch über Souls-like und JRPG. Trust me. Und dann wunderst du dich immer so, dann guckst du auf deine Release-Liste und denkst so, ey, warte mal kurz. Hallo, Markus, ich glaube, ihr habt die Hälfte für... Nee, das ist schon richtig so. Ah, guck mal hier, nochmal ein Remaster. Hey, ja. Skyrim VR, na sicher, das müssen wir unbedingt drüber. Da müssen wir... doch. Hier ist noch ein Ni no Kuni 200, ja, ist klar. Final Fantasy 12 Remaster, oh wow, nice. Okay. Ich frage mich immer noch, warum der Vorschlag abgelehnt wurde, dass wir es umbenennen in JRPG-Schnack. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, du, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich zu Dark Dungeon-like. Oh Mann. Ja gut, aber dann wunderst du dich, wenn wir jedes Mal hier reinkommen. Und was hast du so gespielt die letzten 2 Wochen, Dizzy? Wolfenstein habe ich mal wieder angemacht. Also im Gegensatz zu dir, Flitzpiepe, du hast wie oft gespielt letzten Monat? 8 Mal im Monat, glaube ich, hast du gestreamt, oder? Ja. Währenddessen du 8 Mal gestreamt hast, habe ich ungefähr 20 Spiele angespielt und davon bestimmt 10 durch. Also wer soll denn jetzt hier die dicke Lippe riskieren, okay? Ich sag ja, nimm den High Five, nimm ihn einfach mit heute. Hab ich. Okay, super. Alright. Ich werde mich eine Woche lang nicht waschen. Nice. Dieses Spiel auf der Liste ist irgendwie schon letztes Jahr erschienen. Ja. Ups. Skandalös. Dann können wir es ja auch überspringen. Dann ist es immer fertig. Was eigentlich rauskommen sollte im April, aber offensichtlich auf Mai verschoben wurde, ist Pillars of Eternity. Ich meine, da werden wir im nächsten drüber reden. Spoiler Alert. Aber das sollten wir vielleicht erwähnen, dass, falls ihr euch im April drauf gefreut habt, Pillars of Eternity 2, versteht sich. Ist übrigens ein Spiel, ein RPG, in dem man viel lesen muss. Nicht aus Japan. Kommt im Mai. Aber da reden wir im nächsten Spoiler Alert drüber. Das waren so die nennenswerten Spiele. Ja. Für den Ausblick in den April. Worauf freut ihr euch am meisten, Chat? Was wir so gesagt haben. Freut ihr euch auf was ganz anderes? Haben wir was vergessen? Oder irgendeins von dem, was wir genannt haben, wo ihr sagt, yep, das ist April, darauf freue ich mich. Was sagt er?
hatte gerade selber noch eins im Kopf, aber ich hab's vergessen. Was? Hm? Nee, mir fiel, glaube ich, gerade eins ein, das auch im April erscheinen sollte. Aber es kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Habst du das Gefühl, die Fronten verhärten sich langsam im Chat für die Non-RPG, die JRPG-Fraktion hier? Verhärtet sich. So vereinzelt kommen Widerstandsgruppen. Oh. Widerstandsgruppen bilden sich. Ich finde das gut. Ich führe euch an. Resist. Wir werden sie alle drei vom Thron stoßen. Finde ich gut. Sprecht. Sprecht einfach. Geht das Gwent-Update? Ja gut, man muss dazu sagen, hype me. Also es ist sehr gemischt. Man muss natürlich dazu sagen, dass zumindest gefühlt für die Leute, die eine Playstation haben, der dickste Release wahrscheinlich God of War ist und für die Leute, die keine Konsole haben, der Monat tatsächlich doch eher dünn ist. Weil es jetzt nicht so den Uah-Hit schon wieder gibt. Also da sind die Konsoleros tatsächlich schon wieder mal im Vorteil. Just saying. Übrigens, Stellen werden ausgeschrieben. Ich verlasse den Plankenschnack. Ist mir zu japanisch hier. Markus wird doch nicht gewechselt. Breaking News, Dizzy ist raus. Also doch, der ist mit JRPG-Schnack. Okay, Namensänderung incoming. Sag mal, Drakon, du spielst doch gerne JRPGs, oder? Nee, der macht die immer nur kaputt. Das kannst du nicht machen. Der macht die nur kaputt. Ja, ist alles dabei. Also wie gesagt, von gar nichts mit Backkatalog und die wir genannt haben, von Frostpunk, God of War, also echt die bunte Mischung. Also ich würde sagen, echt so kein wirklich klarer Favorit. Dünn aber, muss ich sagen. Also Releases fühlen sich dünn an. Hm. Aber trotzdem, also ich habe jetzt auch diese Woche wieder 4 Stück mit auf die Wishlist gesetzt. Also 4 mehr, als ich selber hatte. Was dann nachher rauskommt, ist die andere Frage, aber... Ja, und wie die dann halt sind. Ich meine, das können wir ja halt nur vermuten, aber letztendlich nicht wissen. Ich meine, sieht interessant aus, kann halt trotzdem nachher Kacke sein. Just saying. Also nur weil wir es erwähnen, heißt es nicht, das Spiel ist jetzt gesalbt oder so. Nein, also wissen wir halt vorher nicht. Ich habe mir gerade überlegt, im Sommerloch werde ich dann JRPG-Wochen machen. Bin gut. Solide. In deiner Salzwoche. Aber dann, dann frag mich vorher, was du spielen sollst, sonst hängst du da wieder mit Final Fantasy 15 und meckerst wieder 2 Jahre lang rum, dass JRPGs kacke sind. Wird sie auch dann keine Vollvertonung. Argument schon beendet. Aber jedem das seine. Ah, okay. Es ist okay. Ich toleriere das. Wie ist das Piratenspiel nochmal? Das hieß Maelstrom. Maelstrom. Mhm. Also mit O. Hm. Ich finde das schön, dass Paddy das schon über die ganzen Stacks immer versucht, weil ich glaube, Paddy mag es sehr gerne. JRPG. Würde ich mal vermuten. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sehr viele Leute mögen das. JRPG. Wo sind denn hier meine Hashtag NoJRPG-Leute? Kann ich das kurz mal sehen, wer hier nicht so affin damit ist? Um das ganz kurz, damit wir dann mal so ohne so einen Überblick haben. Ich habe das nämlich vorhin schon gesehen von einem unserer Moderatoren, der hat sich auch aufgelehnt. Doch, ist auch durchwachsen. Am Ende ist es sowieso immer auch, das kommt halt auch meistens aus meinem Mund, am Ende ist es sowieso egal, wir sind eh nur Zocker. Wir suchen nach dem nächsten Fix. Ich habe bis 2017 keine JRPGs gespielt, muss ich zugeben. Ich habe erst letztes Jahr damit angefangen. Ich habe auch noch nicht so viele gespielt, aber... Möchte ich mehr spielen? Ich verschließe mich da einfach nicht. Wenn ein gutes kommt, dann spiele ich es. Und wenn was anderes Gutes kommt, spiele ich was anderes. Also,
gehüpft wie gesprungen. Ich übrigens auch nicht. Nur JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Ist ja, das stört mich wiederum. Muss schon gut gemacht sein in JRPGs. So Persona 5 oder Final Fantasy 10 haben es gut hinbekommen. Es gibt auch genug, die es nicht gut hinbekommen. Nun, naja, nun, das war's. Also mit Spielen. Im mehr April. Sind nicht da, ne? Nö. Wollen aber diesen wir. Monat gab es kein Remaster. Keine DLC-Ankündigung. Skyrim? Ja, gut. Ja, doch. Ja, okay, aber das ist ja nun nicht wirklich ein Remaster per se. Die Grafik bleibt ja gleich. Nee, kacke. Ist, eigentlich ist ein Demaster. Bitte? Eigentlich ist es ein Demaster. Weil die Auflösung in der Brille, naja, okay. 3D-Master. Ja, 3D-Master. Ja, gut, aber wenn du es dann aufhast, dann wirkt es halt wieder ganz anders, ne? Also, wenn du es auf dem Bildschirm siehst, dann klar, sieht's kacke aus, aber sobald du drin bist, du merkst es halt, glaube ich, schon, dass du halt in der Brille, wenn du dir das Ding wirklich auf 4K oder so mit Assets modden würdest, würdest du halt, glaube ich, schon die Unterschiede halt sehen. Ja. Ist halt eben nicht so hoch texturiert. Aber sage ich dazu, soll kein Flame sein, brauchst du den VR nicht, weil das wäre totaler Overkill. Also wenn er halt die ganzen Details mit Partikeleffekten, Lichtblitzen und da würdest du wahnsinnig werden. Das geht den VR nicht. Ja. Nee, aber im Mai kommen jede Menge Remastered. Remake. Psst. Aus. Da würde ich schon mal drauf freuen. Geheim. Mit einer ganz kleinen Brise. JRPG Souls. Ich sag das jetzt nicht mehr. Mach Game Basher. Ich habe eben gerade gelesen, die lauteste Stimme kriegt immer am meisten Zuspruch. Fett, ihr dürft das jetzt alleine entscheiden. Ich will euch da ja auch nicht beeinflussen. So, dann sind wir bei den Twitch News, oder? Ja. Die Twitch News. Piep, 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 piep. So? Na, ja, das das war jetzt nicht so toll. Ich? Nee. Verzeihung. Und das Echo war zu früh aus. Zu früh aus? Ja, das hätte noch beim Beep 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 durchlaufen müssen. Sollen, vielleicht. Wäre besser gewesen. Just saying. Ja. Hm. Sehr gut. ja, dann fange ich mal an, ne? Würde ich sagen. Und zwar wurde bei Twitch die Nachrichtenfunktion abgeschafft. Ist die eigentlich mittlerweile komplett weg? Ja, ne? Man kann nicht mehr, Nachrichten schreiben. Also quasi die... Keine PNs. Ja, das wollte ich sagen. Genau. Also seit dem 30. März ist es, kann man keine Nachrichten mehr schicken. Man kann es dann nochmal durchlesen. Und ab dem 30. April kann man es dann runterladen, aber nicht mehr lesen. Es ist halt wirklich weg. Es ist weg. Es ist halt wirklich... Und wir sind wieder allein. Wir haben es halt wirklich weggemacht. Allein. Es ist weg. Weg. Die ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Die haben es wirklich weggemacht. Krass. Und ich hatte noch PMs, die ich beantworten musste. Hey, du kannst die ja immer noch durchlesen. Ihr müsst euch überlegen, das ist nach 4 Jahren, da liegen noch 3 PMs, die ich nach 4 Jahren nicht beantwortet habe. Das wird mir wahrscheinlich vier immer... 4 Jahren? Ja. Ich habe über 4 Jahre lang jede PM beantwortet. Jede. Aber 4 nicht. Was 4? Ja, das sind die letzten 4, die da drinne sind. Also ich habe keine 100%-Quote mehr, Innerhalb der letzten 4 Jahre hat er nur noch 4 Nachrichten, die er nicht beantwortet hat. Genau, und das sind die letzten 4, die ich gekriegt habe vor jetzt in der letzten Woche. Ah. Alle anderen habe ich beantwortet. Krass. Ja. Bis jetzt gibt es keine Alternative, außer natürlich Whispern oder eben seine eigenen Kanäle benutzen, also Twitter, Discord, Twitch-App oder halt andere soziale Medien, WhatsApp. Ich werde mir dafür extra eine E-Mail-Adresse anschaffen. Ich habe gesagt, ich habe Discord. Ja, aber manchmal soll es ja auch privat sein. Wenn jemand zum Beispiel von dir Unterwäsche geschickt kriegen möchte oder so. Da kann man doch Nachrichten schicken.
Nee, im Discord. Discord habe ich aus. Ich will doch nicht von jedem den Whisper kriegen. Das ist wahnsinnig. Verrückt. Nee, dann lieber E-Mail. Nee, Whispern ist Schmutz. Nee, Whisper, also Whisper habe ich auch aus. Mir kann man nicht whispern. Ito. Ja, also ich. Bescheuert werden. Ja. Und ich habe eine E-Mail-Adresse, die auch unter meinem Stream steht. Da kann man mich auch anschreiben, wenn man möchte. Nee, das will ich nicht. Das ist die falsche E-Mail-Adresse. Also bei mir zumindest. Weil also, das ist eine Business-E-Mail und da haben mir Leute auch schon geschrieben. Da antworte ich gar nicht drauf. Ja, gut. Da, auf der E-Mail-Adresse. Naja, gut, auf. Kannst du mal sagen, was du von den Klamotten hältst? Meinst du, Rot steht mir besser als Blau? Werde ich jetzt auch nicht antworten. Huh. Ja. Das finde ich wirklich sehr krass. Also den Move verstehe ich nicht. Ich verstehe so einige Moves in letzter Zeit nicht. Ja, aber sie haben schon vor ein paar Monaten aufgehört. Also ich habe früher bei jeder PN eine E-Mail bekommen, wo ich mir das auch schon in E-Mail-Form durchlesen konnte. Und irgendwann hat das aufgehört. Und ich muss zugeben, dabei ist dadurch, dass ich das nicht mehr bekommen habe, ist bei mir so ein bisschen in Vergessenheit gekommen, ach, da gibt es auch noch die PNs. Also, Habt ihr das denn wirklich benutzt? Ja. 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 Viel. Also bei Sehr mir viel. Ist es so, Leute haben da irgendwas geschrieben vor Jahren. Und ich habe es immer erst später gesehen, weil die bei mir komischerweise in den Spam-Ordner gelandet sind, wo du keine E-Mail-Benachrichtigung drüber kriegst. Das heißt, ich habe nicht gesehen, dass was gekommen ist. Das kannst und, du ausschalten. Ja, da habe ich halt nicht geantwortet. Und tatsächlich, Discord, wie auch gefragt wird hier, Bilder, ja, Discord, natürlich, go, go. Dafür ist der Discord da. Nee, also keine Ahnung, ich werde es nicht vermissen. Also das Einzige, was ich mich frage, was ist denn für Leute, die darüber die Sub-E-Mails geschickt haben, geht das dann direkt an die E-Mail-Adresse? Ja. Also von den quasi Abonnenten. Das geht als E-Mail raus. Da gibt es natürlich einen Workaround für. Also die Taste gibt es immer noch. Da gab es wohl ein paar Probleme, dass E-Mails sehr, sehr spät erst ankamen. Haben sie wohl auch ein bisschen dran gefeilt, dass es jetzt schneller gehen soll. Das einzige Problem, wie auch schon ein paar Leute im Chat geschrieben haben, ist halt, wenn du so Giveaways machst, wo du dann Keys verschickst oder so. Ja, gut, die dann musst du die Leute halt extra noch. Ja, aber manche haben Whisper aus. Also ich könnte jetzt niemanden, ne? Das ist halt doof. Ja, gut. Ja, stimmt. Da musst du halt deine Giveaways irgendwie über den Discord machen. Da gibt es bestimmt auch Bots für, über die du das machen kannst oder so. Ja. Gott, ich spreche im Strahl. Wie gesagt, ich habe gehört, eventuell ist da was in Planung, aber jetzt gibt's noch nichts. Ah. Ich vermisse es tatsächlich nicht, weil ich mache keine Giveaways und der ganze Rest. Die Nachrichten, da habe ich einmal im Monat, wenn überhaupt, reingeguckt und dann mich immer entschuldigt, dass ich so spät erst antworte. Ich habe halt Discord. Exakt. Aber nicht jeder hat Discord. Nicht jeder Streamer hat Discord. Nee, nicht jeder Zuschauer hat Discord. Twitch hat jeder. Ja, dann hast du halt ohne irgendwas zu installieren. Bitte. Bitte, kann dir auch nicht jeder persönlich schreiben. Weil es gibt auch Leute, die kein Twitter haben. Das war hauseigen. Da brauchte man nichts installieren, kein extra Programm, kein extra Channel. Ist ja immer schön und gut, wenn man Follower hat auf allen möglichen sozialen Netzwerken. So, es gibt aber Hans, 43, Familienvater. Hat keinen Plan und Dunst. Weiß das nicht. Und der will einfach dir nur kurz was schreiben. Und was loswerden. Wie macht Hans das jetzt? Gar nicht mehr. Boah, das ist jetzt schon Ewigkeiten her. Früher konnte man, wenn man den Stream aufgemacht hatte, hatte man das auch ziemlich einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber eine Message schicken. Und das haben sie schon irgendwann weggenommen. Das war lange Zeit nicht da. Na? Ganz lange Zeit. Wie geht denn das? Und dann habe ich so selber geguckt und ich habe es selber auch nicht gefunden auf unserer Seite, sondern einfach, dass du eben den Namen dann und wenn da hinten dran zigtausend Zahlen sind, 1:1 rauskopierst und dann eben die Message so verschickst. Das funktionierte dann. Aber da haben sie es ja schon damals erschwert, dass es irgendwann ganz rausnehmen ist trotzdem. Naja.
Telegram wurde auch irgendwann abgeschafft. Und Morsecode auch. Also, ne? Irgendwann wird halt alles abgeschafft und man muss halt auf die neuen Alternativen wechseln. Halt dann doof für Hans43, aber so einen Twitter-Account zu erstellen oder einen Discord-Account zu erstellen und den im Browser zu benutzen. Wenn man einen Twitch-Account hat, sollte man das auch noch hinbekommen. Naja, es geht nicht, nee, kurz, weil der Chat das gerade schreibt. Es geht nicht darum, dass ihr hier schreibt. Der Chat funktioniert trotzdem. Du kannst nur nicht persönlich schreiben. Persönlich über eine persönliche Nachricht. Naja, wobei, es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn es wirklich halt wichtig ist, demjenigen, der schreiben möchte, dann wird er wahrscheinlich auch die Hürde nehmen, Discord, Twitter oder das präferierte, kommunizierte Mittel, was der Streamer dann halt haben möchte, zu benutzen. Und dann wird es auch einen Weg geben. Wenn es nicht geht, war es wahrscheinlich auch nie so wichtig. Ich habe das im Chat gehabt. Du hast Ausrufezeichen PN eingegeben und dann hast du halt den Link gehabt, weißt du, wo sich automatisch das Fenster geöffnet hat, wenn du eine PN schicken wolltest. Der will übrigens nicht deine Telefonnummer. Reden wir hier gerade über Telegram, die App oder das Telegram? Ich bin mir jetzt gerade verwirrt. Was Telegram? Im Chat schreiben alle, Telegram gibt's noch. Ich benutze noch Telegram. Die Telegramme nach, wo man immer Stopp sagt. Das gibt's immer noch, ja. Echt? Ja. Und die nicht über Morse? Nee, nicht über Morse. Nein. Und die nicht über diese... Doch, Morse war das. Auch verschickt? Aber Telegram gibt's doch trotzdem noch. Im Endeffekt ist ja ein Brief nichts anderes als ein Telegramm, oder doch? Oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Ist das nicht eine Vorform von Brief jetzt, so per se? Telegramm ist das, was du anrufst, das schreibt dir einer und schickt es dann weg. Ja, das hast du halt geschrieben und... Mein Gott, es war nur ein Beispiel. Okay. Also, die hat man früher genutzt, weil die Post Ewigkeiten über See gedauert hat und dann hast du halt... Oder in der USA, in einem großen Land, jetzt muss nicht über See sein, sondern dann... Und dann ging das halt sofort durch. Ja. Telegramms. Worüber reden wir jetzt? Über Kommunikation. Ja, ja. Haben wir noch was? Ja, sicher. Na dann. Mobile Extensions wurden eingeführt für jedermann. Nicht nur in der Beta, sondern man kann sie jetzt tatsächlich sehen. Ich habe heute zum Beispiel meine erste Mobile Extension gesehen. Heißt, diese ganzen Extensions, die ihr unter dem Stream seht mittlerweile, wie Spotify und Planer oder wie der heißt, Schedule, das gibt's jetzt bei in der Mobile-App. Und heute habe ich zum Beispiel die Schedule Mobile Extension gesehen beim Filmern. Finde ich. Ja. Ist ein Update. Ja. Wenn man es nutzt. Ganz praktisch. Nee. Aber. Eben. Dann, machen wir mal Handy hier leise machen. Dann wurden bei Twitch Leute gekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber 25 Leute wurden per offensichtlich, das ist alles jetzt ein bisschen Hörensagen, über ein Hangout, also aus der Entfernung, gekündigt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es wurden Leute auch persönlich gekündigt. Ja, okay. Aber manche wurden eben über Videokonferenz. Was ist da die Definition von Leute? Unter anderem Leute wie Justin Wong, der eigentlich einigermaßen bekannt war von Twitter. Fishsticks, auch ein bekannter Name, den man häufiger gehört hat. Den anderen Namen fällt mir gerade nicht ein, den habe ich nicht aufgeschrieben. Aber solche Leute, die halt eben seit Anfang an tatsächlich dabei waren bei Twitch. Also die wirklich Twitch mehr oder weniger mitgegründet haben, als Twitch noch ein ganz, ganz kleines Mini. Ja. Wir reden hier übrigens von Staff, Angestellte. Ja, genau. Keine Angestellte, die Streamer. Schon seit sehr, sehr langer Zeit bei Twitch arbeiten. Also seit Pike auf. Ja, 30. März. Um 23.09. Nein, ja, genau. Wurden gekündigt. Mit offensichtlich rund Overhiring, aber ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, es wurden ein paar Leute einfach gekündigt, die
offensichtlich keinen richtigen Nutzen vielleicht mehr hatten für Twitch und eigentlich nur da waren, weil sie schon seit Anfang an da waren und keiner mehr wirklich wusste, warum sie da waren. Ich weiß es nicht. Das ist auch das stimmt nicht. Es wurde jemand gekündigt, mit der Dame waren wir auf der Dreamhack, die Frankie. Frankie. Oh, echt? Frankie wurde gekündigt. Und, ich würde jetzt nicht sagen, dass die keinen Sinn hatte. Nee, das stimmt. Das stimmt. Da bin ich auch traurig. Das wusste ich nicht, dass Frankie auch dabei war. Ja. Also Overhiring macht eben keinen Sinn, weil Twitch momentan wie bescheuert halt einstellt und immer noch für andere Positionen. Das ist halt so ein Grund, bei dem man sagen muss, Ja gut, aber ist ein Teil der amerikanischen Mentalität, oder? Hire and fire. Ja. Also kann man vielleicht als Deutscher oder Europäer nicht wirklich nachvollziehen, aber in Amerika ist es ja gang und gäbe, dass es doch immer eher schnelllebig ist mit Einstellungen und dann wieder rausschmeißen. Ja, wie gesagt, das waren Leute, die halt schon seit Ewigkeiten dabei waren. Waren eben keine Leute, die jetzt mal eben eingestellt wurden, dann gemerkt wurde, okay, die tun nichts und die wurden dann rausgeschmissen, sondern es waren Leute, die seit Anfang an dabei waren. Und das finde ich schon, ja, gut. Also ich möchte noch mal ganz kurz meine Bedenken von vor 2-3 Wochen. Dass wir uns neue Stellen suchen sollen? Also ich meine, ich mag Twitch echt gerne und ich blute immer noch Purple, aber so langsam, weiß ich nicht. Es passiert zurzeit zu viel Blödsinn anstatt Gutes. Ja, da muss ja jetzt bald ja was Gutes kommen. Bin ich zu. Ja gut, wie wär's denn mal, wenn wir zum Beispiel unsere Server fixen, beispielsweise. So wieder, dass wir auf der Bahn sind. Und nicht, ja? Dass wir in der App irgendwelche blöden Sachen sehen. Oder dass. Also bis jetzt ist seit letzter Zeit nicht wirklich was Sinnvolles passiert, leider Gottes. Und das gibt mir so ein bisschen zu bedenken. So ein bisschen. Da kommt noch was. Positiv denken. Ja. Bei YouTube kommt auch noch was, bin ich mir sehr sicher. Nee, nicht die App, sondern die App auf dem Handy. Handy-App, nicht die andere App. Es ist halt einfach so, dass Twitch immer größer wird und je größer sie werden, umso unpersönlicher wird es, dass dann eben auch im Team so. Twitch ist halt, glaube ich, eine Firma, die aus mittlerweile, also ich glaube, weltweit aus 2000 Leuten besteht, habe ich gelesen. Ja. Staffmäßig. Und ja. Das ist halt nicht mehr das kleine Team, das mal eben irgendwie in einem Hinterzimmer alles regelt. Ja, plus man kennt halt, zumindest weiß ich nicht, ob es bekannt ist, halt wie der Workflow auch dann mit der Mutter ist, also mit Amazon. Ja, eben. Was die halt eben möglich machen oder unmöglich machen, selbst wenn Twitch vielleicht wollte, aber nicht könnte oder umgekehrt. Das weiß man ja letztendlich auch nicht, wie da die Strukturen sind. Abwarten. Fand ich, war mal was, was jetzt nicht unbedingt so Twitch-Funktion ist, aber vielleicht doch interessant in den Twitch-News, wenn sowas passiert. Wir wollen jetzt irgendwie nicht den Teufel an die Wand malen. Die Leute werden halt gekündigt, das ist halt normal, dass Leute ihren Job verlieren. Auch in einer Firma, die vielleicht halt auf dem immer noch aufsteigenden Ast ist. Aber wenn man das mal mit 2017 mit dem ersten Halbjahr vergleicht, da hat sich schon ein bisschen was getan. Das stimmt. Dann habe ich vorhin noch gesehen, wurde die PS4-App aktualisiert auf Twitch. Seit, ich glaube, anderthalb Jahren endlich mal. Das heißt, die Sub-Badges sind wieder aktuell. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich auf der PS4 Twitch geguckt habe, bei Sully, hatte ich immer noch die Pokale als Sub-Badges, was schon sehr seltsam ist, weil die sind doch schon sehr alt und lange nicht mehr da. Und die Xbox-App ist tatsächlich auch in Planung, also ein Update. Sieht schön aus. Ich habe gerade mal kurz reingeguckt, haben ein bisschen aufgeschönt. Ich hoffe, dass höher auflösende Streams wieder ein bisschen besser damit klarkommen, denn damit hat man mittlerweile Probleme gehabt an allen Stellen. Und ja. Aber ich konnte noch nicht so wirklich tief reingucken, weil ich es gerade erst gehört habe. Mm. Ja, die Probleme bin ich halt zum Beispiel auch reingerannt. Mit dem neuen Rechner halt, Preset Slow, konnte sie halt wohl irgendwie nicht darstellen wegen Audio-Video-Codec-Level,
was die dann ab 5 oder über 4 nicht konnte. Ja, haben sich die Leute halt beschwert. Ich wusste halt nicht warum. Und dann halt wie Drakon halt eben geholfen. Der wusste zufällig die Lösung. Ist halt super ärgerlich, wenn die Leute das dann nämlich sehen können, weil die Hardware nicht hergibt. Da hast du irgendwie so grüne Streifen unten drin und alles flackert und alles kacke. Und wie halt, wenn das in der neuen App behoben haben, das wäre natürlich schon richtig nice. Ja. Ja, das müssen wir mal testen, ob das dann der Fall ist. PS4-App war aber auch ein bisschen clunky mittlerweile. Also die hat teilweise, wenn die konnte ja nur automatisch die Qualität umstellen. Und immer wenn sie die Qualität umgestellt hat, musste ich mir nochmal irgendwie die letzten 2-3 Sekunden des Streams angucken. Und dann ist das halt immer gesprungen. Und wenn gerade mal das Internet nicht ganz so war oder die Serververbindung, dann habe ich die ganze Zeit halt Zeitsprünge gemacht im Stream. Und das war halt ein bisschen nervig. Vielleicht haben sie das ja jetzt auch ausgebessert. Also, ja, endlich mal. Ansonsten habe ich noch die Free Prime Games. Ja, heute ausgelaufen, die letzten, wo unter anderem, wie hieß das nochmal, Shadow, wo ich das hin? Fällt mir gerade nicht ein. Skull of the Shogun oder Shadow of the Shogun, meintest du? Ja, so, genau. Dieses, ja, das war so das Most Valuable. Genau. Ach, hier, Shadow Tactics, so hieß es. Ja, danke, genau. Das meinte ich. Shadow Tactics und Superhot waren ja jetzt, ich glaube, die kann man eventuell sogar noch freischalten. Ich habe vorhin reingeguckt. Im April gibt es dann Tales from the Borderlands, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 und Dub Wars. SteamWorld Dig? 2. Oh, das ist echt neue. Ein gutes Spiel. Ja. Das ist toll. Also, wer mal wieder einen Grund braucht, die Twitch-App anzumachen, da habt ihr ihn. Ja, und Oster-Emotes gibt's auch. Die ich mit Turbo nicht nutzen kann. Nicht? Nein. Mit Prime? Ja. Gibt's in der Schweiz immer noch kein Prime? Mm. Doch. Funktioniert nicht, meinen Account zu verbinden. Okay, aber da war irgendwann eine News, dass es jetzt auch für Schweizer gehen soll. Also, wenn ein Schweizer hier ist, der eventuell seinen Account mit Twitch und Amazon es geschafft hat, das zu, ne? Please, hier melden. Danke, das wäre super. Ich weiß nicht, wie es geht. Bei mir funktioniert es nicht, wenn ich die Schweiz auswähle als Land. Wait, ich habe da gerade noch von gelesen, bei der Recherche. Ich habe es erst gestern oder vorgestern wieder ausprobiert. Ja, und ich habe es gerade noch gelesen. Warte mal, war das Support? Irgendwo stand das nämlich. Nee, genau, Twitch Prime hat doch ihren eigenen Twitter-Account. Troubleshooting. Revolving the can enable the Twitch Prime Emote. Nee, Twitch Prime on your account error. Warte, hier ist der Link. Kannst ja vielleicht mal reingucken. Ja. Was denn? Okay, später. Willst du es an Sali schicken? Danke, und schickst dir halt einfach öffentliche Chat. Naja, ich meine, ist ja nicht schlimm, aber du hättest es ja auch. Ja, aber da könnten die andere, die das gleiche Problem haben, das auch stimmt. Gleich sehen. Ja, das stimmt. Du hast schon recht. Da bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ansonsten waren das die Twitch News. Piep, 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 piep. Der Mau. Ja, war nicht viel. Nee. Aber dafür mehr Spiele als im letzten Monat. Weniger Remastered. Und dafür mehr VR. Ein Spiel. Ja. Ein Spiel. Eins mehr als im März. Ich kann mich an kein VR-Spiel. Oh doch, doch, gab's. Ich habe nichts gesagt. Das Mäusespiel gab's im März. Mhm. Ich habe sogar zwei Mäuse-Games. Ghost of Tail und Mouse. Tail Ghost, genau, und Maus. Mäuse sind im Kommen. Ja. Okay. Nun. Denn. Ja. Thema der Woche. Jawohl. Ich fang an. Fang an. Ich hab vergessen, wie. Meine Streamerin der Woche ist Pink Pony. Schneen. Schneen spielt momentan Dark Souls 2.
Und es ist ein Fest zuzusehen. Wenn man das erste Mal reinschaut, könnte man denken, sie guckt nicht weit im Spiel, aber sie hat bis jetzt die anderen Teile auch durchgespielt. Und es ist wunderbar. Ich genieße die Streams sehr von ihr. Es ist ein ganz wundervoller Mensch, die ich auch privat kennengelernt habe. Und mal reinschauen. Sie streamt ab und zu mit ihrem Freund Nico. Und die sind ganz, ganz wundervoll. Gebe ich auch Empfehlung. Zwei. Ja. Daumen auf. Schließe ich mich an. Multicolor Rainbow Pony mit immer wechselnden Haarfarben. Geht absolut klar. Ja. Tja, soll ich als nächstes? Ich habe jemanden, den ich glaube ich mittlerweile zum vierten Mal oder so zum Streamer der Woche mache. Aber er hat es auch verdient, weil er ist cool und ich gucke ihn gerne. Und er hat ein bisschen was geändert. Und zwar Retro Gaijin. Nachdem er ein paar private Probleme hat, ist er nach Tokio gezogen und macht da jetzt IRL-Streams. Und die sind halt genauso wie ich. Ich habe vorher nie IRL-Streams geguckt, weil ich die immer, ehrlich gesagt, ein bisschen belastend fand. Aber bei ihm gucke ich das tatsächlich gerne, weil er einfach nur durchläuft. Er achtet auf, also er ist ein Mensch, der wirklich auf die Umgebung achtet. Leute eben nicht, wenn sie nicht wollen, in die Kamera hält, sondern immer so ein bisschen geht, dass Leute, die hinter ihm laufen, eben nicht in die Kamera kommen oder so. Und eben keinen irgendwie Cringe oder peinlichen Humor raushaut, dass Leute irgendwie peinlich berührt sind. Und wenn, dann nur zwischen ihm und dem Chat. Und ja, läuft durch Tokio momentan. Ab und zu spielt er auch wieder. Aber die besten Streams sind immer mit ihm und seinem Schwager Ian, den Rothaarigen. Den finde ich am allerwitzigsten. Von daher kann ich nur empfehlen, das ist echt ein cooler Typ und den gucke ich momentan sehr, sehr gerne. Retro Gaijin. Soll ich machen, Markus? Okay, ich mach. Ja, mach. Mach. Ja. Ich habe das kleinere oder ein Übel genommen, weil ich habe nichts geguckt die letzten zwei Wochen. Ich könnte euch jetzt immer wieder sagen, hey, guckt Happy Hobbit oder guckt Sequisha. Ich habe einfach mir überlegt, dass ich euch wohin schicken möchte, ohne ein Wort zu verlieren. Es ist ähnlich wie Games Done Quick. Und da kann man auch vorbeischauen. Es sind auch Speedruns, ist bei weitem nicht so bekannt. Und ist mehr, glaube ich, im europäischen Raum ansässig. Und das ist der ESA-Marathon. Und da könnt ihr auch gerne zuschauen. Das würde ich euch empfehlen. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen kleiner. Und es ist auch für einen guten Zweck. Hier ist der Link dazu. Ist halt im Prinzip das europäische. Genau. Games Done Quick. Quasi. Ja. Ja, von mir. Wieder eine Empfehlung für, sage ich mal, komische Uhrzeiten. Sendcool TV. Der Tim, der ist auch ein Morgenmensch. Ab 6 Uhr geht's meistens los. Er spielt verschiedene Spiele. Bisschen PUBG ist dabei. Aber auch andere Spiele wie Souls wird gespielt, beziehungsweise Way Out hat er gespielt. Alles, ich würde einfach sagen, Variety, bunt gemischt. Morgens 6 Uhr die erste Schicht und dann irgendwann nochmal im Laufe des Nachmittags, beziehungsweise abends, wenn Bock da ist. Ich sag mal, kann man morgens gucken, da mache ich's. Oder auch abends, wer will, schaut rein und lässt ein Follow da. Haben wir auch Daumen schon hoch. Super häufig hier. Ja. Tim! Ich mag Tim nicht. Ja, du. Okay. Ich mag Tim nicht mehr, der kommt nicht mehr so oft vorbei. Seitdem ich letztes Mal auf der DreamHack mit ihm nicht mehr draußen war, ist irgendwie der Zauber ist verflogen irgendwie. Was? Ja. Tim, beste Grüße. Vielleicht kommst du ja mal wieder ein bisschen öfter. Kann er nicht, ist bei mir. Wo ist er nicht? Wo ist er nicht? Ha? Ist wie Doc. Doc ist ja auch überall. Da gab es doch einen Spruch, Hans in allen Ecken? Gassen. Das heißt Doc in allen Ecken. Ja. Ja. Schön war's. Ja. Dankeschön. War kurz heute. Ja, oder? Gab nicht so viel Spiele. Nö. Nö. Auch nicht so viel Twitch-News. Jo. Nö. War aber trotzdem einiges dabei, worauf ich mich sehr freue, muss ich sagen. Definitiv. Wenn es nicht floppt. Bin gespannt.
Entschuldigung, aber... Was denn? Lass uns teilhaben. Ja. Ja. Wir alleine Spaß haben. Multiplayer-Event hier. Bitte? Multiplayer-Event. Nee, Entschuldigung, ich musste gerade, Paddy hat gesagt, wo ist er nicht und wollte mir halt anreden, dass Doc nicht bei mir ist, aber eigentlich ist er nicht bei dir, weil du streamst ja nicht. Deswegen kann ich den Schuh hier einfach umdrehen. Au, au. Okay, alright, we did it. Den Schuss wollte ich noch loswerden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich habe mich heute sehr viel vom Chat triggern lassen. Aber das war schön, danke, Chat. War sehr angenehm mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das vielleicht, ich sag's ja, jede Woche Sonntag immer wieder, für mich ist das hier ein Ventil. Ich kann hier meckern, auch wenn euch das nicht gefällt, aber also einigen, mir gefällt das, mir macht das Spaß. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Regie, die ein bisschen müde ist. Da hat man einen kleinen Gähner gerade gesehen. Das hat keiner gehört. Dankeschön an alle Menschen, die hinter der Kamera auch an der ganzen Sache hier arbeiten. Ich finde, wir haben dieses Jahr schon, ich würde fast meinen, ein solides Jahr hingelegt bis jetzt. Ich freue mich, dass wir immer noch mehr Sachen machen und auch planen für euch. Und ich hoffe, ihr seid relativ viel bei Twitter unterwegs, weil da sind wir ja auch gerade so ein bisschen am alles ein bisschen umstrukturieren und für euch ein bisschen auch da noch interessante Sachen zu kreieren, sage ich jetzt mal. Wir würden uns ja auch, um das nochmal aktiv an euch zu überbringen, uns über Feedback freuen. Das wäre sehr, sehr schön. Also in jeglicher Form, ob es bei Twitter ist, ob es bei Discord ist. Egal, wo ihr wollt. Wir sind ja da. Außer über PM und Whisper, weil das haben wir nicht. Dankeschön an euch drei und einen schönen Abend wünsche ich euch. Danke fürs Zugucken. Love you long times und einen wunderschönen Sonntag noch. Und schönen Feiertag morgen. Ich sag auch Dankeschön für diesen wundervollen Osterplankenschnack. Ne? Wünsche euch allen morgen noch einen schönen freien Tag für die, die ihn genießen können. Für die anderen, die morgen arbeiten müssen. Guten Start in die Woche. Ich sag Dankeschön an den Hintergrund, an die Regie. Und an alle anderen, die hinten dran arbeiten. Und ja, war schön. Dankeschön. Von mir auch. Danke an euch fürs Zuschauen. Für alle, die hier drumherum arbeiten. An alle, die hier gerade mit gequatscht haben. Und danke, Slav, mal wieder. Vor allem. Gerne, gerne. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Bis in 2 Wochen. Und ich freue mich. Danke, schließe ich mich an. Wurde viel gesagt, reicht, ist so. Ihr draußen habt noch schöne Ostertage. Kriegt den Ostersonntag rum, Ostermontag. Kommt gut in die Woche. Dann sehen wir uns in 14 Tagen bei irgendwas mit irgendwem. Vielleicht irgendwie wieder. Das wäre schön. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. In 4 Wochen sind wir übrigens, verschieben wir auf Mittwoch. Wir sind nicht Sonntag für euch da, weil wir nämlich außer Haus sind, Sali und meine Wenigkeit. Wir verschieben das auf Mittwochabend für euch. Also wir streamen trotzdem den Plankenschnack, aber am Mittwoch dann. Wir haben uns überlegt, wir lassen nicht ausfallen, weil ausfallen ist für Weicheier. Gibt's aber bestimmt noch irgendwo da News und Ankündigungen zu, wann das wo ist, oder? Ja. Ganz bestimmt. Natürlich, aber man kann ja schon mal spoilern, denn wir sind ja auch im Spoiler. Und jetzt sind die Patsche Hand hoch, Markus Mann! Ja! Tschüss! Wer macht gerade ein Finish, ein Foto. Ja, du jetzt. Foto-Finish. Du willst schon wieder deine Arme haben. Mann, hab ich Pudding an der Arme, das ist ekelhaft, ey. Gott. Okay, jetzt ist aber mal gut, Regie, jetzt mach aus, Mann!